Das diskutieren wir, wenn die Kameras aus sind. Warum? Ich glaube, das ist kann man das eigentlich, die meisten, eigentlich ist die wichtigste Frage. Lass uns die ersten zwei Stunden rausschneiden. Genau. Es geht also ums Bumsen. Wer mit wem und in welcher Position? Es geht immer darum, Essen, Trinken und Schlaf. Ja, weil wir halt Tiere sind. Wir sind halt Affen mit Schuhen. Ja, Jonas sagt, wir sind Roboter ohne Hierarchie. Das war ein richtig wilder Ritt. Meine lieben Jonas, Soran und ich haben uns spontan entschlossen, einen gemeinsamen Podcast aufzunehmen. Sind dann hier 60 Minuten später ins Studio gefahren. Jonas hat ein Date dabei, Soran hatte ein Date dabei. Wir wussten alle nicht, was passiert. Wir sind bei den Themen gelandet, die uns irgendwie dann doch wieder alle interessieren. Nämlich Männer, Frauen, Sex und wie das Leben so tatsächlich läuft. Wer Soran und Jonas nicht kennt, es gibt zahlreiche Podcasts mit denen alleine. Jonas ist MMA-Europameister und Hypnose-Coach und Soran ist Lebensphilosoph und einfach Soran. Ich habe auf Instagram dann gefragt, hey Leute, ich habe einen Podcast gemacht, der etwas zweifelhaft von der Qualität ist, weil wir das alle zum ersten Mal gemacht haben. Soll ich den online machen, ja oder nein? Die Antwort war mit 99% sehr, sehr klar ja. Also viel Spaß mit Soran, Jonas, ihren Begleitungen und meiner Wenigkeit. Also, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um ganz spontan einen ungeskripteten Podcast aufzunehmen und der Name ist absolut Programm, weil ich habe noch überhaupt keine Ahnung, was passiert und ich glaube, alle anderen auch nicht. Wir haben hier Soran, dann haben wir, ich weiß nicht, dürfen wir deinen Namen sagen? Wir nennen sie und es ist tatsächlich eine sie. Und ich glaube auch, du bist als sie geboren und eine biologische sie, das muss ja heute auch dazu sagen alles. Und dann haben wir Jonas und meine Wenigkeit. Und wir sind ein sehr heterogener Haufen, würde ich mal sagen. Und ich würde sagen, wir versuchen mal über Sex zu sprechen. Ja, hast du einen besseren Vorschlag? Um Gottes Willen. Dann sprechen wir mal über Sex. Das heißt, wir haben ein Über-Ich sozusagen, ein Gewissen, was kameramäßig nicht in Erscheinung treten möchte, aber möglicherweise eine Meinung hat, die konträr ist zu allem dem, was gesagt ist. Oder ergänzend. Oder ergänzend. Schöne Brüste hat sie übrigens, habe ich gesehen. Nur mal am Rande. Darf man ja so sagen. Man sieht sie ja eh nicht. Darf man das so sagen? Ja. Frage ich mal das. Das hört sie gern. Oder hat der... Darf man auf jeden Fall. Wenn der Jonas nichts dagegen hat, mit seinem nicht eifersüchtigen, egofreien Persönlichkeit. Ist auch für mich okay. Ja, danke. Jonas, wie steht ihr zueinander? Du und dein Über-Ich? Ja, das ist eine gute Frage, die gefällt mir. Ja, es ist nicht mein Über-Ich, es ist nur unser Über-Ich. Das muss man differenzieren. Also verschiedene Kontexte erzeugen verschiedene Positionen, die man so hat. Also in unserem Kontext ist hier nicht mein Über-Ich und auch nicht mein Gewissen. Was warum dann unser? Ach, heute Abend. Unser Über-Ich ist, die ist heute unser Über-Ich. Also auch sexuell in der Konstellation, unser, oder ich noch hoffe nicht. In dieser Konstellation tritt das Über-Ich in Erscheinung, aber in unserer machen wir zusammen größtenteils Shibari. Also wenn man irgendwas benennen würde, was man jetzt besonders definiert, dann ist das Shibari. Also ist sie auch sexuell dein Über-Ich? Wie sie ist Über-Ich? Jonas macht mit seinem Über-Ich Shibari. Ich finde das Shibari. Ganz geil. Peitscht sein Über-Ich und quält es. Das ist sehr interessant. Also hat sie schon eine stark devote Ader, würdest du sagen? Sie ist auf jeden Fall eine Shibari-Partnerin, devot, ja, das folgend, ja. Also kann das auch passieren, dass sie gleich unser sexuelles Über-Ich wird, nach wenn die Kamera aus ist? Also könnte rein theoretisch passieren, ohne dass es in dir eine gewisse Eifersucht oder ein Ego-Problem auslöst. Ich würde mal sagen, rein hypothetisch. Theoretisch ist schon so eine Sache, die man dann irgendwie definiert, das würde ich jetzt nicht tun. Wie würdest du dich dabei fühlen, die zu teilen mit anderen Männern? Das weiß ich nicht, weil es noch nicht passiert. Das, in deiner Fantasie, wenn du darüber nachdenkst? Ja, prinzipiell nicht verkehrt. Aber wird dir ein bisschen wehtun, weil sie schon was Besonderes ist in deiner Grade. Was Besonderes auf jeden Fall, ja klar. Also das sind ja alle deine Frauen. Menschen generell. So kommen wir auf die Bulgarische. Aber je näher das tritt, desto besonderer werden die Menschen, logischerweise. Das ist ja das, was besondere Menschen von nicht besonderen Menschen unterscheidet, ist ja, wie nah sie an dir dran sind. Ne? Also sie ist ja nah an mir dran, deswegen auch besonders im Kontrast zu anderen Menschen, die wie alle anderen, die nicht besonders sind, nicht nah an mir dran sind. Und wie würdest du sagen, woher kommt ihre devote Ader? Woher kommt diese Art, weil man würde sie ja als selbstbewusst mitten im Leben stehend, wie hat sich die entwickelt? Woraus das schöpft sie Lust an dieser Form der Sexualität? Wenn du das jetzt setzt du das im Kontrast dazu, dass sie immer im Leben steht, dass man also im Leben steht und devot ist, würdest du sagen, das ist ein Paradox? Irgendwo? Wenn man sie auf den ersten Blick sehen wird, von ihrem Selbstbewusstsein her, also von der Form des Selbstbewusstseins, die meisten Menschen, die oberflächlich schauen, als nicht devot einschätzen würden. Ja gut, das schließt sich halt beim besten Willen nicht aus, ne?
Aber woher kommt ihre Devote? Du hast ja meine Frage jetzt nicht beantwortet. Ich kann die Frage so als solche nicht annehmen, weil der Rahmen, der das vorgibt, die Frage, weißt du, der ist ja schon irgendwie so ein bisschen auf was ausgerichtet. Also egal, was ich jetzt davon auswähle, der Rahmen dieser Frage stattfindet, das ist so ein bisschen, ob du mich fragen würdest, wer ist die authentische Person? Also meinst du, es steckt in jeder Frau eine verklemmte Lust, weil es machen ja nicht viele Frauen. Ich sag mal, worauf ich hinaus würde, dass deine Frage ist mehr oder weniger schon eine Suggestivfrage. Das impliziert schon, dass das irgendwas Besonderes ist. Als ob du mich fragen würdest. Das Shivari was Besonderes oder eine Devote? Meine Herren, wir waren bei der Vorstellungsrunde und wir sind schon in der tiefen Psychologie. Also, nachdem Soran den Jonas jetzt gegrillt hat, auf jeden Satz, den er gesagt hat, frage ich mal Soran, wie stehst du zu Ich würde sagen, ich stehe so zu wie Jonas zu seiner bulgarischen Freundin. Und der war gut. Boah, Junge, Shots are fire. Ja, okay. Dann fragen wir mal, wie stehst du zu Soran? Kannst du einfach schieben, das Mikro. Einfach schieben, ja. Genau. Und dann nah an den Mund dran, richtig? Ich schaff das. Ich lerne viel von ihm, auf jeden Fall. Also Moment, Soran hat gesagt, du stehst zu ihm wie Jonas bulgarische Freundin, nicht an diesem Tisch sitzt. Zu Jonas steht, wo wir das alle außer Jonas und Soran nicht wissen. Und du hast gesagt, liebe Kalina, du lernst viel von Soran. Ist relativ witzig, aber dass du schon sagst, dass Soran das wüsste, so wie ich das wüsste. Ach so. Okay. Vielleicht weiß das wahrscheinlich nur ich, aber ja, okay. Ja, leider kenne ich nicht ganz die Situation mit. Ich würde mich da auch nicht so drauf einlassen, ja. Aber wahrscheinlich gibt es nichts zu tun. Also. Wie habt ihr euch kennengelernt? Soran? Beim Tanzen. Beim Tanzen? Ja, Bachata. Wer hat wen angesprochen? Ja, er, mich. Mir. Dich, ja. Man muss dazu kurz sagen, sie ist erst 2 Jahre in Deutschland, dafür ist ihr Deutsch natürlich super. Und zufällig ist sie auch Bulgarin, deshalb habe ich den Wink mit dem Zaunfall gemacht. Okay, das verstehe ich. Das heißt, ihr habt euch irgendwann beim Tanzen kennengelernt. Ja. Und ihr habt euch auch irgendwann beim Tanzen kennengelernt, ne? Könnte man so sagen, ja. Und ja, Jonas und dann über ich, ihr macht Shibari, was eine spezielle Form von BDSM würde man jetzt als volkstümlich beschreiben. Ich weiß, die Shibari-Leute hören das nicht gerne, aber es wird gefesselt und es ist ein bisschen schwierig. Es ist sozusagen BDSM für komplexe Leute mit komplexen Knoten ohne fertiges Material sozusagen, für Kreative. Nee, also es ist auf jeden Fall ein ganz anderes Medium, was da genutzt wird. Jetzt zitiere ich Chemie, witzig. Es escalated quickly, aber es ist tatsächlich ein anderes Medium und das Medium spricht auch dementsprechend eine ganz andere Sprache. Ne? Also dementsprechend würde ich es nicht ganz so... Wenn ich das meiner Mutter erklären müsste, was der Unterschied zwischen Shibari und BDSM ist und wenn ich ja sage, das ist ein anderes Medium, dann wird die mich einliefern, weil die sagt, es gibt keine Medien. Medium im Sinne von... So einfach, es ist fesseln und es hat sexuelle Komponenten, aber nicht nur sexuelle Komponenten. Ja, das könnte man sagen, ja. Also je nachdem, was man Sexualität definiert, das muss man wirklich dazu sagen. Also, nein, du machst es aber auch kompliziert. Warte, es ist wirklich wichtig, weil Sexualität, ich möchte was dazu sagen, ja. Sehr gut, das. Man muss dazu sagen, dass Jonas und ich angefangen haben, Shibari zu praktizieren, ohne dass wir sexuellen Kontext miteinander wirklich gepflegt haben am Anfang. Das hast du ganz fantastisch in Beamtendeutsch zusammengefasst, ohne dass ihr sexuellen Kontakt gepflegt habt. Kontext, hat sie gesagt, ne? Oder habe ich richtig? Kontakt. Aha. Es gab einen sexuellen Kontext, aber keinen Kontakt. Aha. Ja. So, und deswegen finde ich die Frage tatsächlich, auch wenn ich es ein bisschen verkompliziere, aber dafür sind wir ja wahrscheinlich hier. Dafür bist du hier und wir versuchen ja, dagegen zu arbeiten. Die plakativen Marketing-Gelaber. Viele deiner Worte sparen, wenn du dann einfach so ganz klar sagst. Das ist so ein bisschen vereinfacht, dann kann man es auch irgendwie lassen, finde ich. Dann sind die Sachen ja auch irgendwie so, wie sie scheinen. Und das, aber mir fällt es oft schwer, dir zu folgen. Vielleicht bin ich zu blöd das dafür, geht aber mir so. Das meine ich damit, aber wenn es vielen so geht, dann... Neulich kriege ich auf einem YouTube-Video von mir einen Kommentar. Jonas, das, was du da sagst, macht irgendwie Sinn, aber ich verstehe das nicht so wirklich, könnte Soran das erklären. Ja, ich kann es, glaube ich, für die einfachen Leute zusammen. Ja, wahrscheinlich, sprichst im wahrsten Sinne des Wortes Hochdeutsch und dann ist das, du benutzt so viele Worte, dass es für viele dann eine Gehirnüberforderung ist. So viele Worte gleichzeitig ist anstrengend. Soran, wie würdest du das denn erklären? Was Shibari. Sie beiden gemacht haben? Ich kenne mich damit ja nicht aus. Ich habe, glaube ich, nur ein Bild gesehen, was du mir geschickt hast.
Ich hätte sie aber darauf nicht erkannt, wenn sie das war auf dem Bild, weiß wahrscheinlich ja, jetzt auch nicht mehr. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich sie kaschiert habe. Und deine Kollegin habe ich mal in den Podcast gesehen. Die Mi, genau. Die ihr wiederum auch alle kennt. Mhm. Genau, und da muss ich natürlich sagen, dass da schon das, was der Jonas richtig gesagt hat, im normalen volkstümlichen Kopf eine große Diskrepanz ist zwischen dem, was Menschen, wie Menschen Shibari sehen und wie sie die Menschen sehen, die sich auf diese Form dominieren lassen, und was wirklich in denen vorgeht. Deshalb habe ich ja auch die Frage gestellt, die ich gestellt habe, um da von meiner oberflächlichen Denkweise wegzukommen und zu verstehen, was gibt es den Frauen wirklich. Deshalb habe ich auch so gefragt, wie ich gefragt habe. Ich meine, ich habe sie ja gerade schon, wo der Jonas auf Toilette war, umarmen dürfen. Und da hat sie dafür, dass wir uns nicht kennen, eine außergewöhnlich lange und intensive und für mich sexuelle Umarmung auch gerne angenommen. Ob bei ihr das was Sexuelles auslöst, weiß ich nicht. Aber wenn ich eine Frau auf diese Art umarme, ist das grundsätzlich immer sexuell. Das muss man dazu, man muss dazu sagen, Soran kam hier rein, ihr habt euch getroffen. Der erste Satz war, du hast aber schöne Brüste, dann hast du mit über die Brüste und die Schönheit darüber gesprochen. Dann habe ich noch gefragt, ob man ein Kompliment den Brüsten gegenüber machen darf. Das durfte man, hat das über ich gesagt. Habt ihr euch, glaube ich, 47 Minuten umarmt, und Soran hat das kommentiert, wie sexuell das gerade ist. Also es war nicht ein Hallo, wir lernen uns kennen für den Außenstehenden. Sondern Hallo, wie wird der Sex zwischen uns sein? So ungefähr, wie sind unsere Vibes? Hätte ich gewusst, dass ich Shibari wäre, wäre das wahrscheinlich nochmal was anderes gewesen. Also das, ich finde, das war ein sehr authentisch, ich wusste das ja nicht, in welcher Konstellation sie zu ihm steht. Und jetzt versucht mein Gehirn, sich gerade das alles zu verarbeiten und zu verstehen, was für eine Form der Persönlichkeit hat und was du ihr also in dem Kontext gibst, was im Gesamtpaket, ich weiß ja, was du Frauen alles geben kannst und was für verschiedenen Frauen du genau was geben kannst und was es denen gibt, was ich eine Zeit lang nicht verstanden habe, da ich aber einige deiner Sexualpartnerin ausgiebig befragt habe, wahrscheinlich ohne, dass du das weißt. Und in der Tiefe befragt habe, wie du dir vorstellen kannst, habe ich es mittlerweile besser verstanden. Und habe ich natürlich auch viel über den hypothetischen Sex mit dir gesprochen. Natürlich. Was es ihr eventuell geben und nehmen könnte. Was hat denn dazu gesagt, über den hypothetischen Sex mit Jonas? Kurz unterbrechen, ich will nicht mitmachen. Ich will nämlich gar nicht. Okay. Gut. Okay, das kann man verstehen. Ja. Also wenn ja auf meine Sprache, also ist mir schwer. Das verstehe ich. Jetzt würde ich aber gerne einmal wissen, was du damit meintest, als du gesagt hast, was der Jonas ihr geben bzw. nehmen könnte. Du kannst dich auch gerne hier sitzen, der Platz ist gerade frei geworden. Ich bleib versteckt. Okay. Das würde ich gerne wissen. Was nochmal? Was er ihr geben könnte oder auch nehmen. Mhm. Dir oder ihr? Ihr, nicht mir. Mhm. Nehmen habe ich weniger dran gedacht, an nehmen in dem Konten oder in dem Zusammenhang zwischen Jonas und ihr habe ich an nehmen gar nicht gedacht. Da denke ich eigentlich meist dran, aber eher an geben. Was es ihr geben könnte. Ich glaube auch nicht, dass ich gesagt habe nehmen, aber ich finde interessant, dass du das gesagt hast. Habe ich auch nehmen gesagt? Weiß ich nicht. Was es ihr gibt. Die Frage ist, sie hat mit ihm getanzt und hat sich das Gefühl, sie hat eine außergewöhnliche Sensibilität auch. Man kann halt, du bist ja selber Tänzerin, sehr schnell erkennen beim Tanzen, was für ein Energieaustausch und auf welcher Ebene dieser Mensch oder diese Menschen sich gegenseitig befriedigen können oder was sie ausfüllen können. Sie hat das relativ klar beschrieben, dass es eine sehr männliche, ein Sicherheitsgefühl, ein starkes männliches Sicherheitsgefühl gepaart mit trotzdem einer großen Empathie und einem Einfühlvermögen, was man ihm auch nicht so in erster Linie zutrauen würde aufgrund der Kraft und der Sicherheit, steht oft im Gegensatz dazu bei vielen Männern zu diesem Einfühlvermögen und auch dazu, auf sie eingehen zu können. Aber er verbindet das wohl beides damit, und deshalb hat mich interessiert, wie genau sich das in der Sexualität widerspiegelt. Nicht im Gesamtgefühl, was schön oder nicht schön, wie viele Frauen untereinander dann reden, sondern im Detail, was genau war schön, was hat es zu dem schönen Gefühl gemacht, was ist der Unterschied zu dem Gefühl bei anderen Männern, die vielleicht dominant sind oder Einfühlvermögen haben, also im Detail. Und was war es denn im Detail?
Das werden wir vielleicht, nee, heute nicht, aber bald wissen. Die haben ja noch nicht miteinander geschlafen. Ja, aber ihr habt ja darüber gesprochen, was möglicherweise an Jonas, der hier neben mir sitzt, anziehend wäre. Der ist im Raum. Nein, was anziehend ist, hat sie ja schon gesagt. Die sicher, also was eine Illusion von einem guten Gefühl bei ihr auch sexuell geben würde, wäre halt das Gefühl von Sicherheit, Männlichkeit und trotzdem Einfühlvermögen. Diese Kombination hat eine sexuelle Neugierde in ihr ausgelöst, möchte ich mal so formulieren. Wärst du da beunruhigt, wenn ihr gemeinsam auf der gleichen Sexparty wärt, was ja vielleicht ab und zu schon mal passiert ist, und die Energie, die du gerade beschrieben hast, wird größer und die Anziehung und auf einmal steht Jonas Bildstein nackig neben deiner Freundin. Also bevor ich jetzt hier wirklich bis zum letzten Detail objektifiziert werde. Wir sind noch gar nicht ins Detail gegangen. Aber Detail meiner selbst meine ich. Also. Das ist tatsächlich das, was Soran ja, womit er auch spielt. Ne? Also das ist, wenn du, man das so, als wenn wir gestern auch darüber gesprochen, mal so als Gesamtkulisse sieht, dann ist die Realität, die erschaffen wird, ja nach wie vor allem in dem Kontext oder gegen genau diese Gefahr, auf die du mehr oder weniger hinaus willst, schützt man sich damit dadurch natürlich extrem stark, indem man das selbst erlaubt, permissiv anführt, sorry für die Worte, kann Soran vielleicht noch vereinfachen, dadurch, dass Soran quasi mich so als, wie soll man sagen, als menschlichen Dildo benutzen würde in diesem Kontext, wow. Also, dadurch ist es nach wie vor Soran, der das macht. Das heißt, alles, was ich bei ihr an Einfluss habe, wäre nach wie vor innerhalb des Kontexts von Soran. Das heißt, die Welt, in der das stattfindet, ist immer noch Soran. Du meinst, der macht das, der Soran, der auch hier im Raum ist, macht das deswegen, weil er eigentlich Angst davor hat? Nö, das will ich nicht sagen. Ich wollte nur sagen, er muss davor keine Angst haben, weil es nun genau, mal so ist. Wo du so vorhin sagtest, die Gefahr, ich habe da keine Gefahr gesehen, im Gegenteil. Weil ich nenne das initiieren, also ich bin Initiator ja nicht, weil ich ein gewisses Bild erschaffen will für mich, weil ich mich daran aufgeile, sondern ich sag mal, sie hat die Chance oder sie auch, mit 50 verschiedenen Männern am Abend zu tanzen. Wenn sich bei den 50, wenn ich da nicht sehe, ich beobachte ja ganz genau, oft stehe ich ja nur da und gucke mir Menschen halt an, und wenn ich da keine Synergie sehe, dann würde ich da auch niemals irgendwas kreieren. Ich mache ja nur den Schritt, den die meisten Menschen sich nicht trauen zu gehen. Das heißt, in ihrem Unterbewusstsein sehe ich, dass eine Reaktion da ist, sie trauen sich aber nicht aus verschiedenerlei Gründen, da den Schritt zu gehen. Also spreche ich einfach nur für sie und pushe sie ein bisschen in die Richtung, was eh schon da ist. Also ich habe noch nie versucht, etwas zu kreieren, was eh nicht da ist. Ja? Also ich möchte sagen, ich gieße da nur ein bisschen Wasser drauf, damit sich das dann entfaltet. Das heißt, wenn die Anziehung nicht schon da gewesen wäre, würde ich ja nicht sagen, die Neugierde in ihr war schon da. Aber Soran ermöglicht ihr quasi Zugang zu ihrem Begehren. Also das ist natürlich, was er als, das, was er als ihr Begehren erkennt. So, und in der Metapher der Party ist Soran sozusagen der Partyveranstalter. Egal, was sie für krasse Tänze auf der Party hat, es wird immer im Rahmen der Party, sondern im Endeffekt es steht immer, das war eine geile Party, Soran. Egal, wie gut die Tänzer waren, ne, die Party selber ist immer besser in summa summarum als der einzelne Tänzer, weil ne, das ist dann natürlich ein viel, viel kleinerer Teil dieses. Die aber deutlich häufiger anzutreffende Reaktion von Menschen wäre, nicht auf so eine Party zu gehen, um Gesicht. Ich habe übrigens eine Tanzparty gemeint. Das ist halt nur die Erweiterung. Also Tänzer hat schon viel vom Swingerparty. Ja. Das ist schon. Ja, aber normalerweise würde man ja, wenn man, oder nicht normalerweise, sondern die meisten Menschen, die in einer festen Beziehung sind, haben ja Angst, diese feste Beziehung zu verlieren. Und wer ist denn in einer festen Beziehung? Ja, 60 Millionen Deutsche, keine Ahnung. Ach so. Also, aber grundsätzlich. Ich dachte, du meinst das jetzt auch. Nee. Die ersten paar Tage. Nee. Und da gibt es ja das Gefühl von Eifersucht. Und das, wovor ja alle Angst haben, ist, dass man eine solche Situation beobachtet, nämlich die eigene Partnerin, der eigene Partner tanzt mit jemandem und man sieht, okay, die Viben, die würden super zueinander passen. Und wo du sagst, da gieße ich Wasser drauf, würde man normalerweise das Wasser wegziehen, den Partner, die Partnerin wegnehmen und nie wieder an diesen Ort zurückgehen und sagen, wenn du da hingehst, dann, keine Ahnung, passiert was Schlimmes. Um sich genau dem nicht auszusetzen. Und was du machst, ist ja quasi, auch wenn ihr euch noch nicht so lange kennt, aber genau das Gegenteil, nämlich Wasser auf diese Mühlen zu gießen, um genau das eigentlich zu provozieren, vor dem alle Angst haben. Was schon in mir steckt. So, jetzt hast du wirklich eine Top-Vorlage gegeben, wie immer. Du hast wieder alles zusammengefasst. Und jetzt merke ich gerade, warum auch dieser Podcast heute entstanden ist, aus diesem Zufall, der uns jetzt allen vor die Füße fällt.
Denn genau das war das Thema, was wir heute mehrere Stunden besprochen haben mit einem dir bekannten Mann hier. Ah, das ist interessant. Koslowski hier. Da kommen wir gerade zufällig von dem Gespräch ein paar Meter weiter hier. Und dann schreibst du, willst du Podcast machen? Das war überhaupt ein Zufall, dass sich das alles so entwickelt hat. Da ging es genau um dieses Thema. Wie geht man damit um? Schützt man eine Beziehung? Ist man eifersüchtig? Gibt man die Beziehung frei? Genau das ist das Problem. Und ich möchte mal sagen, aus vielen Erfahrungen und vielen Befragungen sich ergebende Erkenntnis daraus ist, dass ich kann wenig in Menschen kreieren, was nicht eh schon einen Kern in ihnen hat. Das heißt, ich habe gelernt, mit Eifersucht kann ich und mit dem dementsprechenden Verhalten und Schutzmechanismen kann ich einiges unterdrücken, eine Zeit lang, ja, was dann eventuell auch zur Trennung führt. Das andere ist, mit Freiraum geben, gebe ich zu viel, also führt es genau zu demselben, nämlich auch zum Ende der Beziehung. Das heißt, was ist das Richtige? Das Richtige meiner Meinung nach ist, was viele sich nicht eingestehen wollen, ja, dass da ist ein Interesse, ich sag mal jetzt im Beispiel am Jonas, durch das Tanzen entstanden. Inwieweit folge ich dem? Jetzt kann ich als, wenn ich ein eifersüchtiger Typ wäre oder die Beziehung beschützen will, ich sehe das und sage, mit dem tanzt du nicht mehr. So, oder mach Theater oder bin beleidigt und so, was ist denn? Ist doch nur Tanzen. Kennst du die Frau? Ja. Wir haben doch nichts und nee und der bedeutet Freund, mir ja. nichts. Kennst du doch, ja. Genau. Ist nicht mein Typ und die ganze Laberei. So, das ist die eine Version. Die andere Version ist, ich sage, ach, ich eifersuchte mal, man muss doch vertrauen. Die Beziehung besteht doch aus Vertrauen. Dieses Festhalten bringt doch nichts. Was passiert dann? Die Frau denkt sich, ach, wenn ich dann mal fremdgehe, mein Freund sagt eh nichts. Kann man halt mal machen. Und dann guckt man halt, wie es weitergeht. Kann auch passieren. Meine Philosophie ist aber, ein gesundes Mittelding aus beiden zu machen. Das heißt, ich sehe, man redet offen darüber und fragt, und inwieweit gefällt er dir? So kriegt die Frau einen besseren Zugang zu ihren tatsächlichen Bedürfnissen. Mhm. Dann schaut man, inwieweit ist sie denn bereit, diese Bedürfnisse auszuleben? Ja, weil sie dann auch nicht unterdrückt. Und welchen Preis bezahlt sie? Und dann können die Verhandlungen beginnen. Und dann kann ich entweder sagen, okay, versuch doch den Weg mal zu gehen. Und wie weit bist du bereit? Vielleicht ist es ja auch nur eine Illusion, die du aufgebaut hast von diesem Menschen. Ja? Und dann die Konsequenzen sagen, wenn du den Weg gehst, ist bei uns aber Schluss. Sodass sie dann weiß, okay, ich könnte ihn gehen, die Freiheit habe ich. Aber wenn ich ihn gehe, verliere ich den Mann. Weißt du, was ich meine? Das ist meiner Meinung nach der richtige Weg, damit umzugehen. Und ich mache nichts anderes, wie versteckte Bedürfnisse, die eh in der Frau sind, versuchen zu erkennen und dem vorwegzunehmen, dass sie aus einem Unterdrückungsgefühl oder aus einem zu freiheitlichen Gefühl dann Fehler macht, die sie oder er, gilt für Mann und Frau, hinterher bereuen. Verstehst du, was ich meine? Oder habe ich das zu kompliziert ausgedrückt? Ja, aber... Dann will ich es gar nicht gerne vereinfachen. Ja. Danke, wäre mir eine Ehre. Aber ist doch so, dass... Ich sag mal, nehm jetzt, ich gehe mir nicht auf. Ich wollte jetzt, nein. zu jedem Menschen würden, ich sag mal, in Köln haben wir 1 Million Leute. So, das heißt, vermutlich könnte ich für jeden hier im Raum irgendwie 50 Leute finden, allein in Köln, mit denen ihr alle eine mindestens kurzweilige, interessante Beziehung finden könntet. Mhm. So, und die haben alle irgendwas, was wir alle im Raum nicht haben. Das heißt, das ist natürlich sowieso schon in uns. Und in dem Moment, wo wir das versuchen zu finden, dann werden wir auch fündig werden. Das heißt, es ist nur eine Frage von, mit wie vielen Männern, jetzt in dem Beispiel, lässt du sie tanzen oder tanzt du, bis das Gefühl geweckt ist. Und dann ist es da. Mhm. Und das ist eine. Und das zweite ist, du bist ja relativ... ich sag mal so, in der Hierarchie des Lebens relativ weit oben angekommen. Ne? Du hast genug Geld zum Leben, du bist jetzt ein ganz attraktiver Typ, du bist ein smartes Kerlchen so, und scheust nicht unbedingt den Vergleich zu anderen Männern, weil es keinen Mann geben wird, der in allen Disziplinen dir überlegen ist. Außer Jonas, meinst du jetzt? außer Jonas. Selbstverständlich. Und Jonas über ich, ne? Gemeinsam sind sie stark. Wollte ich gerade sagen. Und das ist ja eine relativ komfortable Situation, zu sagen, pass mal auf, die anderen Typen hier sind halt, vielleicht können die irgendwas besser, aber die sind in meinen Kerndisziplinen safe nicht besser als ich. Und
da kann man ja relativ entspannt oder möglicherweise entspannt sein, aber die allermeisten Männer können nicht von sich behaupten, dass sie der coolste Typ auf der Party sind. Mhm. Also. Gut, das ist ein Lava-Kopf. Sorry. Ich kämpfe hier um jede Sekunde Aufmerksamkeit. Nee, es ist wirklich sehr gut. Vor allem, wenn wirklich, die, wie gesagt, immer sehr, sehr gut diese bürgerliche Perspektive zusammenfasst. Ich finde mal die bürgerliche Perspektive für alle. Du fasst dieses Normale sehr, sehr gut. Ja, das ist ein Podcast auch so beliebt, weil er das halt keine normale Art, weil zu denken, du sprichst quasi für alle. Nein, wie dem auch sei. Ich spreche für alle Normalos. Also zwei Sachen, die da, finde ich, so ein bisschen das Ganze verzerren. Zum einen sagst du eben, dass wenn du jetzt irgendwie 50 Leute, 60 Leute bringen würdest, dass jeder was irgendwie Besonderes hätte, was der andere nicht hat. Und quasi das 50 gute Leute, also die 50 besten Leute aus Köln für dich oder für dich oder für mich. Was immer, wie dem auch sei, auf jeden Fall geht es ja auch so ran, nicht darum, was diese Leute mit sich bringen, sondern was in dieser einen Person, mit der er zusammen ist, bereits vorherrscht. Welche Begehren sind da, welche Fantasien sind da, was bringt diese Person mit in die Beziehung? Also innerhalb deren Verbindung, wenn die sich zusammenfügen, okay, was wird dadurch befriedigt und was bleibt offen? Genau, was bleibt offen? Und das ist und der Teil, also es ist so ganz eine Anweisung daran zu gehen, aber was wäre deine? Sag ich dir gleich. Okay. Der Teil daran zu gehen ist natürlich viel, viel, viel einfacher. Das macht wird dein Kopf nicht so komplett zerschossen durch, weil das ist ja, wenn mit jemandem für Sorans Fähigkeiten zumindest klar zu definieren, klar zu erkennen, okay, da sind diese Teile offen, jetzt müssen wir uns irgendwie kümmern, was passiert mit diesen, keine Ahnung, 20% von dem, was potenziell da wäre, wie geht man damit um? Das heißt, es geht nicht um den Vergleich mit der gesamten Welt, sondern in dem Vergleich, okay, was ist aus der Verbindung mit uns beiden, was ist in dieser Verbindung da noch fehlt und dann baut man passend zu dieser Verbindung, die sich aus den beiden ergibt, eine Beziehung, die dazu passt. Ne? Also die Beziehung als symbolische Ordnung. Kannst du nochmal 3 Sätze zurückgehen, sorry. Ja, du hast den Ben verloren irgendwo. Ja. Warum? Weiß nicht, ich glaube, es ist mir zu warm oder zu viele Sachen. Wie weit ging, bis wohin hast du verstanden? Das ist ein grundsätzliches, es gibt in den Menschen einen, nennen wir es mal Mangel, und diesen Mangel gilt es zu entdecken und der wird quasi entdeckt durch diese andere Person. Etwas, was in der Beziehung fehlt. Also ich sag mal, wenn einer 70% oder 80%, was sind die restlichen 20-30%, die dann dazu führen könnten, dass aber der ein oder andere schön gesagt, sich trennt. Also das ist gegangen. Ne? Wir haben alle irgendwie so ein gewisses Mangelgefühl. Ne? Irgendwie haben wir das Gefühl, da verfehlt noch was. Ich kann mehr, mein Potenzial ist nicht ausgeschöpft, was auch immer. Und eine Beziehung ist natürlich ganz, ganz starke oder scheinen wie starke Tools, um diesen Mangel zu füllen. Klappt natürlich nicht wirklich, aber man kann es auch wieder versuchen und tut es auch gerne. Und dementsprechend ist da immer so ein bisschen was offen. So, und jetzt fragt man sich, was macht man mit dem, was offen bleibt? Da braucht man jetzt keine 50 Männer für, sondern wie gesagt, wenn man wie Soran diese Sachen gut organisieren kann, wenn man das klar benennen kann, dann braucht man dafür nur ein paar Leute, um das Ganze irgendwie am Laufen zu halten, sodass die Verbindung quasi ausreichend genährt wird, damit eben nicht das passiert, wo es weitergeht, was dann später zu Eifersucht führt, und zwar, dass man bereits weiß, man hat zwar noch eine Beziehung, die hat man wahrscheinlich sogar zu früh definiert, das ist ja das, was in Beziehungen immer passiert, so, wir treffen uns und nach 3 Treffen so, ja, wie sieht das unsere Beziehung aus, was sind unsere Ziele, wo geht's hin, unsere Reise, so, wer, ne, was wollen wir sein, das heißt, man hat diese symbolische Ordnung, das heißt, irgendwas festgeschrieben, man hat das schon klargestellt, aber wer wir überhaupt sind, was unsere Beziehung ist, wer in dieses Haus, was wir da bauen, einzieht, das weiß kein Arsch, also das fällt erst später auf, dass das vollkommen unpassend ist, und dann ergibt sich eben diese Eifersucht so, boah, scheiße, was ist, wenn die aus dem Haus rausgeht und da viel mehr findet, weil unsere Verbindung selber ist gar nicht so. Ja, aber bei mir, voll, muss ich sagen, merke ich gerade, das Wort der Eifersucht allgemein, egal ob zwischen Mann und Frau oder zwischen Freunden, war bei mir die Eifersucht nie eine Form der Eifersucht, die gesagt hat oder die gefühlt und gedacht hat, boah, dem gönne ich das gar nicht, also das typisch deutsche Eigenschaft, warum fährt der so ein Auto, sondern bei mir war das immer so eine, das will ich auch können. Und dann habe ich mir überlegt, wie schaffe ich, also die Eifersucht hat mich immer angetrieben. Nie, dass sie ein Gefühl des Hasses oder der Missgunst ausgelöst hat, sondern immer nur ein Antrieb. Ich habe gedacht, boah, ich habe gespürt in mir, ich bin eifersüchtig, aber ich habe den Eifer, eine Sucht, und ein Eifer entwickelt, das auch zu können. Ja, der Gegenteil davon, was der Deutsche hat, ist Neid. Genau. Also du hast eifersüchtig, aber nicht neidisch. Genau. Der Punkt ist aber, was ich gerade jetzt in eurer Diskussion festgestellt habe, ist, dass mit dieser Beobachtung, was diese Frau, egal in welcher Form sie jetzt mal ist, noch in anderen sucht, zeigt ihr auf, was ich ihr noch nicht geben kann, logischerweise. Also ist meine erste Prämisse, schaffe ich es, also sehe ich erstmal, was sind die Defizite, und dann will ich natürlich in erster Linie, im Rahmen meiner Möglichkeiten, versuchen, das irgendwie auch zu können. Entweder zu erlernen oder zu kompensieren. Aber es gibt mir ein reales Bild, das fehlt noch. Soran, da musst du noch Gas geben. Und dann kann ich natürlich relativ gut einschätzen, Soran, das kannst du
wirklich nur schwer erreichen oder unmöglich würde ich jetzt nicht sagen, aber auch nicht, dass ich alles mit Menschen möglich erreichen kann, aber es gibt halt gewisse Dinge, die können andere oder sind halt von uns aus besser prädestiniert für und dann muss man halt abwägen, ist das was, woran man auf Dauer, womit man auf Dauer leben kann oder passt das in die Beziehung rein und zu dem, was du gesagt hast mit 50 Männern und so weiter oder mit vielen Männern, ist das ein Riesenunterschied, was für eine Form der Beziehung ich führe. Ich habe mit ihr keine Beziehung, wir haben uns einfach kennengelernt und es ist ein Austausch von wie gesagt, Interessen, ja. Und das ist ja was ganz anderes, als wenn ich eine ernsthafte familiäre Partnerbeziehung habe. Da geht man natürlich ganz anders vor. Das heißt, da ist der andere nur ein Spiegel dessen, was fehlt. Und dann sage ich ja nicht, ja, bitte probier mal alles aus, weil dann ist natürlich ruckzuck vorbei. Wenn man das dasselbe, wie du mal sagtest, ich probiere mal Koks, ich probiere mal Heroin, ich probiere mal alles Mögliche, alle möglichen Sexpartys, dann sind oft Grenzen überschritten, wo wie das auch in Eyes Wide Shut war, wo man hinter den Regenbogen guckt und kein Zurück mehr findet. Wo man dann sagt, ich werde nie wieder den Respekt für den Mann oder für die Frau haben, weil die eine gewisse Grenze überschritten haben, den die Beziehung braucht, damit sich beide auf Dauer gut fühlen, weißt du? Ja, verstehe ich. Für mich ist die Frage, die sich daraus ergibt, wir nehmen jetzt die Situation, sie tanzt mit dem anders, hat in irgendeiner Weise ein Vibe mit dem und dann fragst du sie nachher, was hat dich daran fasziniert? Was hat dir das gegeben, genau. So, und Jonas' These ist sinngemäß, das war die ganze Zeit in ihr drin und der Mann oder der Tanzpartner hat das nur rausgeholt sozusagen. Stimuliert. Oder stimuliert, genau, aber das war in ihr drin. Wenn wir jetzt mal einen Vergleich nehmen wie jetzt Alkohol. Du hast noch nie getrunken, hast du gesagt, Soran, ne? Und jetzt könnte ich dir ein Glas Wein geben, du könntest das probieren und dann sprechen wir darüber, wie dir das gefallen hat. Und vermutlich würdest du sagen, wenn du neutral rangehen würdest und nicht sagen würdest, Alkohol ist böse, würdest du sagen, das gefällt mir. Das ist geil, das will ich öfters haben. Und jetzt wäre die Frage daraus, ist das Bedürfnis nach Alkohol schon die ganze Zeit in dir oder wurde es dadurch geschaffen, dass ich dir ein Glas Wein gegeben habe? Kann man ganz klar unterscheiden. Also finde ich, okay, man kann es nicht nur bei Wein, sondern auch bei gewissen sexuellen oder Drogentendenzen. Mittlerweile gibt es ja auch, es gibt ja einmal Gentests, genetische Tests über die Herkunft, die genau sagen, aus welcher Region deine Genetik herstammt. Genauso gibt es auch Gentests über deinen Gesundheits- oder über deine allgemeinen biologischen Werte, welche Tendenzen du hast zur Sucht, zu gewissen Krankheiten. Also das gibt's im Groben, gibt's da schon eine Tendenz. Ja, das heißt, wenn man dann lernt, auf natürliche Weise, dass das Naturell des Menschen zu erkennen, hat der aufgrund von gewissen Konstellationen schon eine Tendenz zur Sucht oder zu einem extremen Dopaminrausch oder zum Rausch allgemein, was dann noch verstärkt wird, vielleicht durch gewisse Dinge in der Kindheit sowieso, die das nochmal extra stimulieren, diese Gene nochmal brutal aktivieren, ja, dann kann man das schon erkennen. Weil derjenige, der die Tendenz nicht hat und jetzt sagt, oh, geil, der Wein, aber ich habe eine gute Impulskontrolle, ist zwar gut, aber den Preis bezahle ich, danke, brauche ich nicht. Also ich muss auch korrigieren, es ist noch nie so, dass ich noch nie Alkohol in meinem Mund hatte, sondern ich war noch nie betrunken, ja, in der Form. Das ist ein wichtiger Unterschied, finde ich. Der Alkohol ist jetzt nur ein Symbol dafür, für ein etwas, das ich nicht kenne, aber wenn ich es kennenlerne, dann empfinde ich es als gut. Wenn ich aber mich damit beschäftige, ist es insgesamt eine gefährliche Droge. So, und ich würde nicht sagen, dass in uns allen der Wunsch zu trinken irgendwie verankert ist, aber in allen Menschen, wenn die trinken, geht es irgendwie besser, weil das bestimmte Dinge macht. Und deswegen wäre jetzt meine bürgerliche These, zu sagen, das ist ein Spiel mit dem Feuer quasi, seinen Partner immer wieder neuen Reizen auszusetzen. Aber die freiheitlichen, demokratischen Gesellschaften haben alle das große Problem, deshalb hängen ja so viele Junkies in New York und in all den Gesellschaften ab, deshalb sind die ja so gut, weil diese Freiheit einen hohen Preis hat, nämlich genau, dass sie irgendwann mal auf irgendeinem Scheiß hängen bleiben und davon nicht mal runterkommen. Das ist das große Problem, wenn man sagt, Freiheit, Freiheit, Freiheit. Wenn alle Menschen gesund mit der Freiheit umgehen könnten, was auch Nahrung und so, habe ich ja tausendmal gesagt, angeht, die Werbeindustrie weiß doch genau, wie sie diese Reize setzen und wie sie dann diese Schwächen ausnutzen können. Das heißt, wie du sagst, es ist immer eine potenzielle Gefahr. Das ist der Preis für die Freiheit. Das ist ganz einfach. In der Beziehung ist das nichts anderes. Da wiederholen wir uns nur. Der Preis für die Freiheit ist, dass jederzeit die Beziehung, und das ist ja auch das Komplexe an offenen Beziehungen, das ist ja die harte Arbeit bei offenen Beziehungen, deshalb klappt es auch in der Praxis bei den wenigsten so gut erstmal wie bei Jonas. Aber auch, weil es halt
auf Dauer wirklich viel Arbeit, viel Gespräche, viel neue Verhandlungen und wieder neu aktivieren, weil sich auch Dinge verändern. Das ist komplexer, als viele Menschen denken. Mich hat eine junge Vierergruppe 18-jähriger Mädels, die wirklich sehr neugierig und tiefgründig waren, auch gefragt, was glaubst du, offene Beziehungen und so weiter, weil das ja jetzt so propagiert wird. Ich glaube, dass in der Praxis gesehen, wo man sagt, das ist wirklich das bessere Modell, vielleicht 5-10% in der westlichen Gesellschaft das so leben können, dass ich sage, das ist auf Dauer besser als eine monogame Beziehung, die auf Vertrauen und die offen ist und die ein gesundes Mittelding hat, damit umgehen können. Also ich glaube, die wenigsten können wirklich mit einer offenen Beziehung so gut umgehen, wie es sich in der Theorie anhört. Aber da kann was, Jonas fehlt denen? Was fehlt denen? Dann kannst du Jonas direkt das erweitern, wenn du magst. Was fehlt den 95% oder 90% der Leute, erst Soran und dann Jonas? Die Energie zu investieren oder auch das Bewusstsein zu haben, wie viel Arbeit da wirklich hintersteckt, jedes Mal wieder neu zu verhandeln und jedes Mal wieder Problematiken, die sie nicht verstehen, wieder neue Verlustängste und Eifersüchteleien und diese Gefühlsschwankungen. Weißt du, das ist schon also arbeitsintensiv ohne Ende. Also dem fehlt meiner Meinung nach so ein bisschen Unterscheidung zwischen dem, was man wirklich als Bedürfnis bezeichnen könnte, ne? So wie Bindung und wenn man das möchte, Sexualität, auch wo wir das noch nicht ganz klar festgelegt haben, aber trotzdem, ne, das Bedürfnis gibt es ja als solches definitiv. Das Bedürfnis, wie du es gerade eben einfach mal so erfunden hast, was ja oft passiert, das Bedürfnis nach Alkohol gibt es nicht. Das ist nur irgendeine verkappte, kranke, perverse Version von dem Bedürfnis nach entweder Bindung oder Wachstum. Man fühlt sich so, als okay, ich bin jetzt größer, meine Grenze erweitert, es ist transzendental, was auch immer. Oder so, ich fühle mich verbunden damit. Beim Tanzen sieht man, was Alkohol macht. Nämlich nicht mehr nachdenken darüber, was andere über dich denken und frei. Hemmt die Ratio, ne? Deine Gefühle können ein bisschen freier so den Körper durchströmen und man spürt mehr, bla bla bla. Genau. Man spürt nicht wirklich, was es Betäubungsmittel ist, aber man kann. Aber es betäubt natürlich auch größtenteils die Ratio, ne? Also es schaltet den logischen Verstand aus, genau. Und es enthemmt tatsächlich. Mhm. Und Enthemmung heißt auch angstfreier, da habe ich ja schon mal gesagt. Und wie du sagst, es ist kein Bedürfnis an sich, aber es ist das Bedürfnis danach, freier zu sein. In seinem Benehmen und nicht mehr darüber nachzudenken, was morgen passiert. Mhm. Was uns ja eigentlich schützt, ne? Was ja auch ein evolutionärer Sicherheitsaspekt ist, ne? Darüber nachzudenken, was morgen passiert. Also welche Bedürfnisse das jetzt quasi vorgibt zu befriedigen, aber nicht tut, für welche Bedürfnisse das ein Surrogat, also ein nicht befriedigendes Ersatzmittel ist, das sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall ist es so, dass das nur spielt, das zu befriedigen und dann denkst du, okay, ich hatte es gerade kurz, es ist wieder weg, warum auch immer, keine Ahnung, ich brauche einfach mehr, um das dann weiter zu befriedigen. Das heißt, da kommt diese Spirale her, das war es eigentlich schon. Und in der Praxis, warum können die das nicht, diese 5 oder 10% das nicht umsetzen, das war seine Frage. Also das heißt, das weißt du ja aus der Praxis in der offenen Beziehung. 95% meinst du, ja, genau. Nicht warum können die das nicht umsetzen? Also auch da mit den Beziehungen, mit dem, was man da sonst so an Begehren hat. Ne? Die Monogamie hat sich ja auch etabliert, um die Begehren von diesem körperlichen, physischen, ne, intuitiven und menschlichen so ein bisschen wegführen zu können, als wir uns dafür entschieden, okay, jetzt laufe ich nicht durch die Gegend und machen was. Soll ich zu, das wäre gerade so. Jetzt laufe ich nicht durch die Gegend die und machen, was uns gerade so. Ja, das ist mein Papa, ne? Ihr beide, so von der ganzen Art, ihr seid immer in so einer Konkurrenz irgendwie miteinander. Das merkt ihr ja gar nicht. Ne? Nee, lass mich mal checken. Was uns so einfällt, laufen durch die Gegend, sondern wir arbeiten jetzt für. Ne? Also das war so da ein ganz, ganz großes Ding, halt damals mit der landwirtschaftlichen Revolution, weil da kann man, wir suchen jetzt nicht mehr die Vorräte in der Welt, sondern machen Felder, Häuser, da machen natürlich deutlich mehr Sinn, als dann, wenn man einfach in der wilden Horde draußen lebt. Das heißt, es hat schon was damit zu tun gehabt, dass man nicht mehr einfach nur macht, was einem einfällt, rumläuft, rumvögelt und das Leben lebt, sondern dass man sagt, okay, wir müssen jetzt irgendwas aufbauen. So, und das ist ja auch heutzutage in der Welt der große Anspruch. Du willst irgendwas aufbauen und dann muss man so diese primitiven Bedürfnisse nach Sexualität in der Gleichstellung so ein bisschen hemmen. Das heißt, diese offene Beziehung kann das gar nicht befriedigen, weil die meisten Leute haben gar nicht mehr so diese Begehren in der Sexualität verankert oder damit assoziiert, sondern ihr Begehren ist irgendwie reich zu werden, was aufzubauen, Sicherheit zu kriegen. Das ist so die heutigen Begehren. Ne? Also das heißt, das kann diese offene Beziehung für die, das ist ja vollkommen unpassend für die meisten Menschen. Zumindest im Punkt, wo die sich treffen, so was willst du? Die wenigsten sagen, ich will jetzt richtig was erleben in dem Sinne. Zumindest was dieses Sexuelle und sowas angeht. Die meisten wollen was aufbauen und Sicherheit, so kennst du ja. Und diese Sachen sind ja viel, viel, viel verbreiteter mittlerweile als das, worüber wir gerade hier sprechen. Das heißt, da fällt schon mal die Hälfte weg.
So, das heißt, es sind nicht mehr 95%, vielleicht auch 30%, die das dann nicht können. Und dann, wie gesagt, wieder, weil das einfach so einen Drogencharakter hat. Also die Leute sehen das alles als Drogen, als Stimulanzien, die da irgendwie von etwas kommen. Das ist so genau die gleiche Idee wie, ich bin von einer Droge süchtig. Dass Sucht von Suchen kommt, das heißt, ich suche eigentlich was und die Droge nehme ich nur als Platzhalter dafür, das versteht man sehr, sehr schwierig. Und deswegen denkt man so, okay, boah, wow, der hat mir gerade was gegeben, deswegen muss ich jetzt zu dem. Aber eigentlich, das, was du da brauchtest, gibt es auf verschiedene Arten und Weisen. Man macht das einfach immer nur im Äußeren fest und läuft dann diesen äußeren Sachen hinterher. Ja. Und deswegen ist das sehr schwierig, dann bei einer Partnerin oder bei einem Partner zu bleiben, wenn man diese Art und Weise der Einstellung hat. Weil man eigentlich du hast gesagt, die Leute heute haben eigentlich kein richtiges Bedürfnis mehr nach Sexualität, aber nimmt auf jeden Fall stark ab, ja. Aber haben das projiziert auf, ich sag mal, im Wesentlichen finanzielle Erfolge. Erfolg. Und früher waren das die Menschen viel sexgetriebener und heute sind die erfolgsgetriebener, so könnte man das ja zum Ja, also auf jeden Fall, die waren generell mehr trieborientiert und nicht so objektorientiert. Ne? Das ist auf jeden Fall ich will Objekte haben, ich will irgendwas anhäufen an Reichtum, Erfolg, Status, was auch immer. Das ist zunehmend wichtig. Ne? Und du sagst aber, trieborientierter ist besser als objektorientiert zu sein. Es macht dafür mehr Spaß. Ne? Das ist, du hast mehr, die Lust als solches ist natürlich viel, viel freier zu erleben, wenn du die direkt auslebst an irgendwas und nicht immer in die Zukunft projizierst, dann habe ich mal viel Möglichkeit, Lust zu erleben, wenn ich mal dann da bin, was du natürlich nie bist. Das heißt, diese Lust, die du eigentlich erleben könntest, wird im Moment selber zur Unlust, so, weil du immer nach irgendwas strebst, immer in diesem Unterwerfung zu dem Besseren, was noch kommt, inshallah, lebst. So, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig, in dem Moment selber noch richtig Lust zu erleben, auch sexuell. Ne? Du musst ja sehr viel dann irgendwie abtöten. Es geht so eine richtige Askese mittlerweile um. Das würde sich alle nur noch disziplinieren, zusammenreißen und auf irgendwas hinarbeiten. So. Da komme ich auch wieder zu der Frage, was gibt ihr denn, was ist denn ihre Form der Stimulanz, die sie durch das Shibari mit dir bekommt, gerade am Anfang, wo es ja kein sexueller Kontakt stattgefunden hat, was hat es ihr dann gegeben? Was gibt es? Welche Ebenen des Bewusstseins oder Unterbewusstseins werden befriedigt? Und ist das speziell mit Jonas im Vergleich zu anderen Männern oder war das für dich auch das erste Mal? Ich glaube, bei mir ist eher das Problem, in Anführungsstrichen, dass ich mich sehr viel abhängig davon mache, was andere Leute von mir denken. Mhm. Und ich immer das Gefühl hatte, ich muss irgendwelche Sachen aufbauen und muss eine Leistung bringen und tue das auch in gewissen Situationen sehr, sehr gerne. Aber Shibari an sich hat mir, also auch meine Devote-Seite gibt mir die Möglichkeit, mich dabei fallen zu lassen und mich frei zu fühlen. Obwohl ich das in dem Moment gar nicht bin, weil ich... Frei von den Erwartungen, aber eigentlich erfüllst du ja nur die Erwartung. Das heißt, ich erfülle die Erwartungen, aber... Ja, die Erwartung, devot zu sein, also angepasst zu sein und ein gutes Mädchen zu sein, weil das Ganze ist ja ein gutes, braves Mädchen, so ein gesagt. Ein gutes, braves Mädchen? Ja, bist du. Bin ich. Absolut. Bin ich? Ja. Das ist so geil. Also Ich steig mal ein, weil ne, das ist ja so, da bist du natürlich auch absolut high intensity, was dieses Einfache angeht. Das heißt, mit so einfachen Worten krieg ich es auch nicht beantwortet, wenn du das so fragst, in dem Kontext schwer zu sagen. Aber, um das nochmal ganz kurz wieder auf meine Seite zu ziehen, wenn du das mal wieder ein bisschen differenzierst und sagst, okay, was leben wir da aus? Also wenn du sagst devot oder... Nee, mir war jetzt wirklich wichtig, was gibt ihr das? Aber sie hat die Frage super perfekt beantwortet für viele. Für mein Verständnis hat sie schon alles beantwortet, indem sie ja gesagt hat, dass für sie für ihr Gesamtgefühl und für das Gefühl, wie viel und was sie wert ist, ist halt unheimlich wichtig, die Reflexion von außen zu bekommen. Haben wir alle in gewisser Art, aber B ist es besonders ausgeprägt. Mhm. Dieses Gefühl, jetzt ist die Frage, warum ist das besonders ausgeprägt? Und angenommen, das Gefühl wird innerlich befriedigt. Würde sie dann immer noch das als Lust empfinden, was sie jetzt als Lust empfindet? Nämlich, sie kompensiert ja jetzt das fehlende natürliche Gefühl, so wie sie ist, gut genug zu sein, um bedingungslos oder so bedingungslos wie möglich geliebt zu sein. Das ist ja darunter liegende Bedürfnis, was sie jetzt meiner Meinung nach sehr authentisch und klar und ohne überhaupt überlegen zu müssen,
hat sie wahrscheinlich schon mal mit anderen darüber gesprochen und so und sich das bewusst gemacht. Und das ist natürlich Hammer. Das beschreibt es ja ganz genau, denn das ist die Struktur, die ich sehr viel sehe bei devoten Menschen, dass sie halt sagen, sie kompensieren dieses Gefühl, dass sie das machen, was andere von ihnen erwarten, aber in einem kontrollierten Kontext, ja, das ist ja ganz wichtig, nicht jeder kommt jetzt dahergelaufen und sagt, mach mal Hühnchen, ja, okay, mach ich, ja, sondern in einem respektvollen Kontext, wo man weiß, okay, der Mensch, obwohl ich mich dem hingebe, respektiert er mich trotzdem. Respektvoll, ja, natürlich, aber der Kontext als solches hat natürlich auch viel, viel mehr als Respekt und das ist natürlich auch einfach viel, viel direkter und das ist eben das, was ich meine, was die Sexualität eigentlich vermag, ne? Die kann dir diese Bedürfnisse, die du hast, sei es jetzt Unterwürfigkeit oder was auch immer, die kann die dir rein theoretisch, wenn du natürlich dich damit beschäftigst, wie man das dann bekommt oder jemand halt wie du, der das für einen macht, dann kann die Sexualität das natürlich auf eine sehr, sehr direkte Art und Weise tatsächlich befriedigen. Aber deshalb habe ich ja extra gefragt, explizit, was hat ihr das gegeben, wo noch kein sexueller Kontakt da war? Also es ist nach wie vor Sexualität, weil jetzt kommt wieder mit der Sexualität. Was ist Sexualität? Reden wir von Penetration? Okay, nein. Ne? Deswegen differenziere ich das. Also Sexualität als solches hat ja überhaupt nichts Klares natürliches mehr. Für andere Leute sind ja Pantoffel sexuell. Also Sexualität aber ist ja nicht... Aber für wen war es sexuell? War es für dich sexuell? Vielleicht war es für sie ja gar nicht. Aber da redest du von der männlichen Warte oder auch von der weiblichen? Ich rede von allem. Ich rede davon, dass alles, was hier so passiert, ne? Und nach wie vor, Sexualität, nochmal, ist nichts natürlicher solches. Es hat mit dieser Fortpflanzung und vor allem auch mit Penetration nichts zu tun. Aber es ist für dich alles Sexualität. Es ist alles eine Ausformulierung, eine Abstraktion. Das heißt, dass wir so passiert. Wir leben ja generell in einer sehr, zum Beispiel in dem Fall des Shibari, hat das so einen Sadomasochismus-Charakter. Und wir leben ja hier in einer sehr, sehr hierarchischen, also top-down Sadomasochismus, ne, Unterwerfung und über Unterwerfender. Das ist was ja, heißt wir? Das ist ja ein normaler tierischer, das ist ja unser Überleben. Das ist witzigerweise, das ist überhaupt nicht tierisch. Das hat mit Tieren nichts zu tun. Hierarchische Struktur ist nicht tierisch. Also der Stärkere und der Überlebenswillige. Alpha Wolf und Alpha Schimpansen. Also auch anpassungsfähiger zu sein als anpassungsfähig, andere. Genau, aber anpassungsfähig hat mit Hierarchie nichts zu tun. Also warum das denn? Eigentlich es steht ja eine automatische Hierarchie. Hier Anpassungsfähig. Moment, einer nach dem anderen. Okay. Also je anpassungsfähiger. Je anpassungsfähiger ich bin. So ran. Je anpassungsfähiger ich bin. Je anpassungsfähiger ich bin. Desto höher steige ich automatisch, das eine ist ja eine Folge des anderen. Wenn ich mich nicht anpassen kann, gehe ich automatisch unter. Und das hast du ja zum Beispiel gerade auch gesagt, dass Anpassungsfähigkeit, gutes Mädchen wiederum eine Form der Devotheit wäre. Also so einfach ist das natürlich nicht. Es ist alles hierarchisch, klar, aber trotzdem ist die Hierarchie bei dem, was wir als Natur bezeichnen, das ist ja im Prinzip ne, auch kein festgelegter Begriff, wir machen da immer alles so Tiere oder alles Leben außer uns, das ist da definitiv nicht die Grundstruktur, nicht halb so stark wie bei uns Menschen. Das kommt zum Beispiel noch so damals in der Tierforschung, war das ja so, dass sie gedacht haben, oh, wir haben es herausgefunden, wir haben Wölfe im Zoo beobachtet zum Beispiel, daher kommt auch dieses Alpha-Beta, dieser Alpha-Wolf, ne, ist so der erste definierte Alpha. Wir haben Wölfe im Zoo beobachtet und da ist ganz klar, das ist der Alpha-Wolf, der Beta-Wolf, Omega-Wolf. So, jahrelang das festgeschrieben, in Büchern festgehalten, bla bla bla. Irgendwann mal rausgegangen in die freie Natur, haben wir da nichts. Und jetzt, was davon, heißt nichts? Nichts davon. Nur wovon? Von diesen Alpha-Strukturen. Nur in Gefahren- und Stresssituationen. Das ist keine Grundzustand, das ist ein Stressmuster. Wir Menschen sind einfach nur so stark in diesen hierarchischen Strukturen perpetuiert, weil wir einfach die ganze Zeit gestresst sind. Aber die Stressmuster entscheiden über Leben und Tod. Und wenn einer dir dein Leben rettet, wird er automatisch höher kommen. Wenn er das ich kann es ja einmal machen. Ich kann es durch Intelligenz machen oder durch Stärke oder durch Kraft. Aber warum muss man Leben retten? Uns geht auch gut hier. Man muss nein, du hast doch vom Tierreich und von den Wölfen geredet. Wenn du sagst ja nur in Stresssituationen. Stresssituationen heißt, der Tribe wird angegriffen oder die Gruppe wird angegriffen. Dann ist das und so. Der Anpassungs- und Beste hat die Gruppe gerettet oder einige Tiere. Dann wird er automatisch aufsteigen oder wird halt der Überlebende sein. Aber nicht nachdem die Bedrohung vorbei ist, gehen die wieder alle zurück auf ihre normalen Absolut. Plätze. Aber was bleibt denn? Wir machen ein einfaches Fallbeispiel. Ja. Wir nehmen die also jetzt hast du dich gerade selbst geschlagen mit deinem eigenen Waffe. Ich sag dir warum. Ganz einfaches Beispiel. Ja. Fallbeispiel aus Jonas Bietensteins Leben. Keine Anzeige machen. Ganz einfach. Bachata Group, ja. 90% Studenten, alle lieb und nett, maximale Pazifisten, die sich selten trauen, einer Frau die Wahrheit ins Gesicht zu sagen, geschweige denn einem Mann, der sie irgendwie bedroht, in die Fresse zu hauen. Ganz klare Sache. Also da sprichst du von dann Jonas. Dann kommt sozusagen Jonas Bielstein. Das heißt, in der Bachata Gruppe kommen einige leicht angetrunkene Männer öfter mal vorbei und sehen diese
sehr femininen Männer, die dann tanzen und da, die keine Gefahr ausstrahlen, weil sie wissen, das sind Tänzer. Man sagt in der Regel, Tänzer sind jetzt nicht so die sexuell aktivsten, sondern die investieren halt ihre Zeit in Tanzen. Ja, das ist sehr ironisch. Genau. Ja. Tanzer auf jeden Fall haben sich dann einige der jungen Männer rausgenommen und machen das auch gerne, die Gruppe zu provozieren, weil da ja immer hübsche Frauen sind und so, und haben gedacht, guck mal, wir zeigen den Jungs jetzt mal, wo der Hammer hängt. Ja, und stören einfach mal denen ihre Veranstaltung. Da haben die aber nicht so, auch aufgrund des Alkohols, genau hingeguckt und gedacht, da ist einer, der ist halt nicht wie die anderen. Ja, der hat mal gar kein Problem damit. Und dann war der so leicht, und dann haben die da ihre Musik gemacht und das ging dem Jonas Biedstein auf den Sack, den anderen noch mehr, aber da hätte sich keiner auch ansatzweise nur getraut, irgendwas zu sagen. Weißt du, die machen dann einfach Ignoranz, und natürlich stehen die Frauen dann auf einen, der den ganzen, natürlich wünschen die Frauen sich einen, der dann sagt, hört mal Jungs, verpisst euch jetzt mal hier, das ist unsere Veranstaltung, geht uns nicht auf den Sack. So, es gibt manchmal Frauen, die dann, denen das so nervt, und die gehen dann dahin, aber da unterstützt sie auch kein Mann. Wie gesagt, in dem Fall kamen da ein paar Jungs und der Jonas sagt einmal, lieb und nett, hör mal Jungs, verpisst euch mal hier. Und die sagen immer, was willst du denn, du Lutscher? Und dann gibt es so eine brutale Schlägerei. Der Witz ist, der hat den Typ auseinandergenommen vom Feinsten. Der hat sich auch gut gewehrt. Also der Junge hatte schon Mut. 2-3 Mal ein paar Fresse und ist immer wieder angekommen. War so. Der gut, Jonas? Das war wirklich, also dafür, dass er das so ein junger Typ war. Ich meine, der hat Eier gehabt. Der hat schon echt Eier gehabt. Das war der okay. Zufall war, am nächsten Tag komme ich in ein Musikstudio von meinem Sohn, da sitzt der Typ mit so einem blauen Auge. Das ist ein Allergeist. Und da sagt er immer, mein Sohn, Papa und so, aber weißt du nicht, was passiert ist? Und so, übrigens bei Machata, da ist er hingegangen, hatte ich sag, was hast du? Willst du mich verarschen oder was? Dann denke ich immer, das kann doch nur einer gewesen sein, der den da in die Fresse eingehauen hat. Da war das natürlich Jonas Biedstein, der den Freund von meinem Sohn da. Gut, aber jetzt schöne Geschichte. Aber ich möchte dir eins sagen, warte, jetzt Geschichte. Kommt ja die Pointe des Ganzen. Er hat ja gerade gesagt, nur in Notsituationen. Das stimmt, in 90% der Situation wählen die den Jonas, weil er das Potenzial hat, die Gruppe zu beschützen. Warum wählen denn von 50 Männern, die da sind, schlafen 50 Männer, 50 Frauen. 45 von den Frauen schlafen nur mit Jonas Biedstein. Wissen das auch untereinander, wechseln sich ab und haben stillschweigendes Bis heute offensichtlich. Aber ich genau. Die wissen das alle und sagen, wir teilen uns alle lieber den Jonas als mit den anderen netten 45 Männern, die sich so viel Mühe geben und uns Essen ausführen und liebe Worte sagen und wie hübsch du doch bist. Trotzdem wählen die den Jonas Biedstein, der gar nichts sagt. Wie gestern auf der Treppe kommen 3 Mädchen und fragen ihn gleichzeitig, hat er die freie Auswahl. Die anderen sitzen da wie doof und denken, warum kann der Jonas alle haben und ich keinen? Jetzt zu deiner Hierarchie, es gibt sowas nicht. Das habe ich niemals gesagt. Ich habe nur gesagt, ich bin da noch nicht fertig. Jeder weiß ja. Du hast ja gesagt, nur in Stresssituationen. Du hast nur eine Stresssituation. Hast du gezeigt, was du drauf hast? Es sind 3 Jahre vergangen. Immer noch reden Frauen davon. Und die Muschi wird nass, wenn die daran denken, dass du dem Typ in die Fresse gehauen hast. Und deshalb wollen die mit dir schlafen. Das heißt, eine Gefahrensituation reicht aus, um nachhaltig oder das Potenzial in der Hierarchie aufzusteigen, und dass du eindeutig in der Hierarchie ganz oben bist. Gut. Darüber brauchen wir nicht reden. Nicht aufgrund deiner Intelligenz oder deines Aussehens, nur natürlich. Selbstverständlich. Also. Ja. Mit deines großen Penises. Nur kann auch noch sind wir. Das spricht sich auch um mit deinem Penis, muss man sagen. Nur sind wir natürlich jetzt wieder, und das hast du jetzt dann geschickt weggeholt von der Natur bei Menschen. Na, also, ich sage, das ist nichts Natürliches, sondern es ist etwas Menschliches, das ist mehr oder weniger pathologisches. Das, was unsere Menschennatur mittlerweile ausmacht, sind diese permanent aktiven Stressmuster. Deswegen ist das auch, wenn man die Situation vorbei ist, nach wie vor Stress, der da wirkt. Guck dich ein bisschen unglaublich. Nämlich in dieser Hierarchie, dass diese Hierarchie überhaupt bestehen bleibt, nachdem die Stresssituation vorbei ist. Das liegt daran, dass die Menschen permanent in irgendeinem Stress drum hängen. Also du willst sagen, bei den Tieren wäre das nicht so? Nicht der Fall. Wie weißt du das? Wo hast du die Expertise? Also wenn ich Biologen mir anschaue, die jahrelang, 40 Jahre lang Tiere im Dschungel beobachtet haben, die sagen genau das Gegenteil. Nämlich genau das, was auch bei dir ist. Denn so weit im Verhältnis zur Existenz von Lebewesen sind wir noch gar nicht weg, wo das immer noch so war und wo dort auch der potenziell stärkste, warum auch immer, stark mental, stark durch Mut, stark nicht mal, weil er Kraft von Natur aus hat, sondern weil er sich Fähigkeiten angeeignet hat, die anderen zu besiegen oder zu beschützen oder Fütter für die Gruppe zu suchen, der war in der Hierarchie immer hoch. Aber wir können ja Neutrale mal fragen, hier Ben, wie siehst du das Ganze? Den Bürgerlichen? Ich mach mal ganz kurz. Ja, mach mal ganz kurz. Mal ganz kurz zu Ende. Also nochmal, ne, das ist von der Natur her aus, und das ist wirklich, ne, der Wissenschaft in Anführungsstrichen, die das so belegt, ne, die steht natürlich auch sehr, sehr stark im Dienste dessen, Wissenschaft,
Wissenschaft ist mittlerweile eine gekaufte Kunst sozusagen. Also dass die Studien werden beauftragt von und dem auch die Ergebnisse liefern, die das sind. Aber nichtsdestotrotz wirst du, wenn du mit Tieren zusammen bist, nicht merken, oh scheiße, hier sind alle geil auf denen. Das ist ein freies Kopulieren, ein freies Austauschen in den Tieren. Keiner schickt da irgendeinen anderen mal kurz ein Wasser holen, weil er gerade der Baba ist. Das macht keinen Sinn. Aber Ben, warum? Woher nimmst du die Expertise? So, du hast doch keine Tiereforschung betrieben. Ich habe mir auf jeden Fall auch die Gegenstudien ausgelesen, doch. Und ich habe natürlich auch Tiere beobachtet, selbstverständlich. So, ich bin ja viel im Wald, wie du ja weißt. Von daher, ne? Selten spürst du da irgendeine Form von Hierarchie gerade aktiv. Es sei denn, da kommen dann Leute wie ich dahin. Aber zum Beispiel, ich erzähle dir mal was. Zum Beispiel kam ich da in Israel, war ich in der Wüste und bin durch die Wüste gelaufen, irgendwann so am Rückweg und komme dahin, da ist so eine riesen Ziegenherde, so eine wilde Ziegenherde halt, ne, so von 30, 40 Tieren. Als ich da gekommen bin und die waren so, what the fuck ist das denn, wer ist der Typ? Hör mal, da war eine Struktur wie in der Ritterzeit, wo das ganz klar war, da sind die Babas, die Alphas, da sind die Frauen dahinter, dahinter sind die Kinder. So. Als sie irgendwann mal verstanden haben, okay, ich laufe mit denen, hat sie eine Stunde hinterher gelaufen da, als ich irgendwann keine Bedrohung mehr war, da wusstest du nicht mehr, wo oben und unten ist, wo wer links und rechts ist. So, da war nichts mehr von irgendwas. Das heißt, aber da ist eine Bedrohung. Und warum hast du gesagt, als ich die Bedrohung aufgelöst hat, hat sich auch diese hierarchische Struktur aufgelöst. Das will ich damit. Die Struktur war nicht mehr aktiv, nicht mehr erkennbar. Da war nicht mehr irgendwer. Für dich nicht erkennbar, aber du bist ja kein Schaf. Ja, aber trotzdem was sich ja erkennbar verändert hat, war die Struktur. Also die Struktur hat sich ja für mich auch erkennbar verändert, als ich gekommen bin. Und danach hat sie sich auch wieder erkennbar verändert, als ich gegangen bin, als ich nicht mehr Bedrohung wahrgenommen habe. Ja, aber selbst wenn das so wäre, das habe ich ja gar nicht in Abrede gestellt, sondern du hast ja gesagt, es ist nur menschlich, dass es Stresssituationen gibt, das auslöst. Und bei Tieren würde das nicht das auslösen. Nein, nicht auslösen. Ich habe gesagt, die entspannen sich wieder. Ja, aber wir auch. Nein, was für entspannen. Das ist immer noch so, wer könnte mich beschützen, wenn irgendwas ist? Oh, ich brauche mehr Sicherheit. Also ich bin so unentspannt. Sagen, dass in der alle feministischen sind, Gesellschaft, in der wir hier leben, alle sind dass dort, wir, wo wir doch eindeutig einen körperlichen Vorteil haben, dass sich das irgendwo noch also ich würde sagen, im alltäglichen Leben widerspiegelt im Verhalten der Frau. Ich würde sagen, dass diese Angst, die wir hier die ganze Zeit so als Grundlage des Gesellschafts ist, das ist, was hier alles, was Erfolg und Sicherheit, immer die Leute häufen Sachen an, die wirklich kein Mensch brauchen. Aber was, um Gottes Willen, wenn irgendwann mal wieder die nächste Krise kommt, wir alle haben Angst davor, dass es irgendwann zum nächsten Stress kommt. Keiner sagt, ey, ganz ehrlich, wenn der nächste Stress kommt, komme ich damit schon klar. Alles so, boah, ich muss mich echt vorbereiten. Deswegen kann ich jetzt nicht mich frei entfalten, kann jetzt nicht meine Sachen in die Welt zurückgeben und einfach darauf hoffen, dass wenn Stress kommt, darauf vertrauen, dass wenn Stress kommt, dass ich damit umgehen kann. Alle haben unnormal Angst die ganze Zeit. Und deswegen so, ey, let's get ready. Wir bleiben also die ganze Zeit in Hierarchie. Also du meinst, das wird bei Menschen halt nochmal verstärken. Problemlöser unten. Die ganze Zeit. Das ist das. Wir haben uns einmal erschreckt und nie wieder entspannt. Also okay, aber dann gibt es ja bei Menschen trotzdem die Struktur. Bei Menschen gibt es die 1:1, definitiv. Nur und bei Tieren auch, nur weniger. Das ist also aber die Hierarchien, sowohl bei Menschen als auch Tieren, bestehen doch weiter außerhalb der Stresssituation, weil die Formation, in der deine Schafe oder Ziegen gehen, ist beim ersten Mal die gleiche wie 2 Tage später, weil die Hierarchie nach wie vor besteht. Und die Hierarchie ist für, glaube ich, ich bin ja kein Biologe, aber für Verteidigung wichtig, aber vor allem für Fortpflanzung. Wer wählt denn aus, wer hier welche Ziege bumsen darf? Sogar natürlich. Ja. Das ist ja dämliche Frage. Das ist doch klar. Weil das scheint ja auch evolutionsbiologisch vernünftig zu sein, dass ich als Weibchen im weitesten Sinne mir Gene hole, die gut sind. Dementsprechend will ich ja, hat mal jemand im Podcast gesagt, sogar, ne? Alpha-Gene haben. Also rein rational, wenn ich evolutionär. Das weiß der Jonas doch von sich selbst. Jonas, du kennst den Jonas doch vor 2, 3. Du hast doch die Entwicklung gesehen, wie der gemacht hat. Der ist so eine raketenmäßig nach oben gegangen. Doch nicht ich verstehe ohne das von der Perspektive. Und natürlich ist es ein Coping-Mechanismus, dem was ist. Ich sage ja nicht, dass ich mich da jetzt irgendwie gegenstelle oder zurück zur Natur will oder so Quatsch. Darauf will ich nicht hinaus. Ich will nur sagen, dass diese Überbewertung von diesem Alpha und Erfolg und was auch immer es da für Möglichkeiten gibt, in der Hierarchie aufzusteigen, dass die prinzipiell etwas Pathologisches ist. Also es ist ein Stressmuster. Es hat nichts mit dem freien Leben zu tun. So, jetzt, bumm. Jetzt kann ich mal ganz kurz zurückgreifen auf die, was gibt dir das? Genau. Ne? Dieses Stressmuster, dieses sadomasochistische, auf dem unsere, ne? Das heißt, weil ich mit meiner Hierarchie ist im Prinzip eine unendliche Kette von SM, SM, SM. Es gibt immer einen, der ist drüber, einen, der ist drunter, wie in so einer Kette. Der Hierarchie, das hört ja nie wirklich auf. Du, egal wie krass du bist, ist immer ein, der ist krasser. Egal wie behindert du bist immer ein, der weiter unter dir ist. Ne? Geht immer so weiter. Und diese Muster mal wirklich in der Reinform zu erleben, bei sich selbst und bei
dem Gegenüber, das hat eine unglaublich befreiende Wirkung, weil du sagst, okay, das jetzt, und ne, jetzt kommen wir zum Beispiel zum Shibari, da ist, finde ich, das sehr, sehr schön kristallisiert, da bist du wirklich einfach mal sowas von devot oder sowas von masochistisch unterwürfig, dass du dich noch nicht mal bewegen kannst, wenn du möchtest. Aber ich stelle mir eine ganz andere Frage. Aber dadurch, dass dieser Masochismus wirklich einmal komplett nach außen verlagert ist, von dir rausgenommen wird, das heißt, du bist nicht mehr selber, hast das in dir drin, sondern es passiert gerade de facto aktiv, was du immer mit dir rumschleppst, dadurch bist du innerlich das einzige Mal in einer von wenigen Situationen wirklich frei. Du hast dich davon frei gemacht, wo du aus außen erlebst. Diese Sexualität ist die klarste Art und Weise, diesen Sadomasochismus buchstäblich aus dir rauszuvögeln. Dass du einmal siehst, was ist denn da noch außer SM? Aber da, mir stellt sich eine Anfrage. Was du jetzt im letzten Satz gesagt hast, bedeutet ja dann automatisch, bei mir kommt ja die Frage, sie präferiert das ja aus einem Minderwertigkeitskomplex heraus. Aus dem Komplex ist, Menschen gerecht machen zu wollen, weil sie glaubt, dass nicht viel. Das war ja ihre Aussage. Nein. Der Komplex ergibt sich erst daraus. Nein, sie hat doch gesagt, dass es ihr gefällt. Ich habe dir gesagt, Da sagt sie, ich bin ein angepasster Mensch, ich möchte es Menschen recht machen. Aus dem heraus glaubt sie, dass sie devot ist. Das heißt, wenn dann das passiert, die Frage ist doch, wie bringe ich sie aus diesem. Aus diesem Minderwertigkeitskomplex, angenommen, ich möchte ja, dass sie sich wertvoll fühlt, dass sie nicht angepasst ist. Mhm. Ich möchte ja, dass sie nicht denkt, ich muss allen Menschen recht machen, damit ich geliebt werde. Das ist ja das Ungesündeste, was es überhaupt gibt. Also möchte ich sie doch gesund machen. Wenn ich sie gesund machen will. Das ist wiederum auch wieder ein sehr, sehr sadistischer Ansatz, dass ich mit irgendwas machen kann. Sie ist kein Projekt von mir oder sowas. Egal wer. Ja, aber wer auch immer, aber ich mache mit gar keinen Leuten was. Aber ein Therapeut macht ja nichts anderes, wie versuchen, Menschen, wenn sie nur glücklich sind, wenn sie es anderen Menschen recht machen, sind sie ja nicht bei sich, sondern erfüllen einfach ständig anderer Leute Bedürfnisse. Das ist ja nicht gesund in meiner Welt nicht. Also, oder in deiner Welt. Also, fühlt sich nicht gesund an. Erste Sache, die man dazu sagen muss, nochmal finde ich wichtig, das so ein bisschen aufzubauen. Dieser Minderwertigkeitskomplex, wie du ihn nennst, ist quasi die soziale Version von dem, was auch in der Sexualität schon vorgeherrscht hat. Das ist nur das, wie das sich ausbildet, wie sich das herausarbeitet. Aber auch wenn sie jetzt die ganze Zeit in einem abgeschotteten Raum gelebt hätte, da es keine Menschen gibt, denen sie es recht machen würde, hätte sie trotzdem diese devote Ader. Diese devote Ader formuliert. Das habe ich ja gefragt vorhin. Warum glaubst du das? Das war ja die Frage, warum sie geglaubt, devot zu sein, sagt sie, aus dem Grund, weil ich es Menschen gern recht mache. Das war ja sehr klar und deutlich gesagt. Machen wir gleich. Ja, also ne, nochmal zuerst, diese devote Ader wäre auch ohne das Ding ist da und andersrum nicht. Also sie wäre nicht devot, jemand, der das Menschen recht machen wollen würde, wäre sie nicht devot. Aber sie wäre devot, wenn es niemanden geben würde, dem sie was recht machen würde. Das Devote ist die Grundprämisse. Das kommt quasi aus der Gesellschaft, sagst du. Wenn die Gesellschaft nicht so wäre, wie sie ist, oder das soziale Gefüge drumherum, dann würden wir Menschen nicht die ganze Zeit glauben, wir müssen entweder jemanden beherrschen oder uns von anderen Leuten beherrschen mit was. Ja. Das heißt, deine These ist, dass das ganze Sadomaso BDSM ist eigentlich nur ein gemachtes Thema aufgrund unserer modernen Gesellschaft. Oh. Und wenn wir jetzt 10.000 Jahre zurückgehen, hätte es BDSM, selbst wenn es Informationen und so, nicht gegeben. Ja, keine Ahnung, keine Chance. Das ist der Scheiß. Ich meine, guck mal, ganz ehrlich, geh doch mal zu so einem Tier nach draußen und sag dir mal, hast du Bock, hier mal diesen Sadomaso, diesen Masochismus, der sich da einstellt, oder diese Unterwürfigkeit, diese Hierarchie, die sich da einstellt, wenn Stress ist, willst du das mal wirklich erleben? Das Tier denkst, halt die Fresse, ich will hier das Gras essen, sowas, oder der Quatsch. Keiner will das da in der Natur, wer wirklich mit sich in seiner Natur im Einklang ist, sagt dir mal, wenn es kommt, dann kommt es, wenn nicht, dann nicht. Wir Menschen, wie gesagt, perpetuieren das, wir machen das als Grundkonstitution und deswegen wird das so stressig die ganze Zeit, aber eigentlich hat das mit Natur nichts zu tun. Natürlich ist das die Natur des Menschen, aber es ist trotzdem nicht das, was wir als Natur bezeichnen. Also es hat nichts mit dem Geben und Nehmen und den freien Abläufen. Aber hört es sich für dich denn glücklich an, wenn Menschen sagen, ich mache das oder lass mich binden oder schlagen oder erniedrigen, weil ich es gern Menschen recht mache, nicht weil ich das aus mir heraus mache, ja, weil ich wie gutes Essen das gern genieße, sondern aus einem Minderwertigkeitskomplex heraus. Unabhängig von einer Wertung, hört sich das für dich so an, als ist das ein Zustand, wenn das deine Tochter wäre oder dein Sohn, wo du sagst, das finde ich gut, ja, mein Junge, finde ich Hammer, oder würdest du eher probieren zu sagen, okay, wenn ich dir das Gefühl geben kann, dass du selbst sein kannst, ja, ohne dich anpassen zu müssen, dass das nicht eher das Ziel sein soll. Das ist natürlich das, worauf Eltern auch dann hoffen, dass ihr Kind nicht die Person ist, die sowas gut findet. Natürlich bildet sich das so oder so, aber das ist natürlich das, was
ne, worauf das hinauslaufen könnte, sollte, wollte, ne, sehr, sehr schwierig heutzutage, gar keine Frage, aber könnte definitiv sein und wäre, wenn man so möchte, besser. Du hast natürlich dann viel, viel Möglichkeit, deine Lust, dein Leben frei zu leben von diesen Strukturen und musst nicht in solche Situationen dafür. Bravo, aber jetzt, wo es nochmal so ist. Ja, genau. Ne, und so, wie kriegt er, fördert denn diese Form das mit dem Wirklichkeitsbegriff oder behandelt der ihn? Das ist meine das Frage. Kommt, das kann das ich kommt nicht auf sagen. Dann wiederum auf diese aus, wie man diese Form oder wie man das macht. Das kommt auf die Form an, würde ich sagen. Und deine Form jetzt? Nein. Nein, nein, also das ist zum Beispiel ein wichtiger Teil davon, kannst du gerne bei mir noch ein bisschen zu befragen, wenn es da so ist, zum Beispiel, ne, was in dem, deswegen ist das ja so ein großes Thema in diesen Kreisen, ist der Konsens. Ne? Also wenn du das machst im Sinne von, okay, ich bin hier nicht irgendwie dein Therapeut oder ich mache mich mit dir, hier geht es nicht um irgendwas, ich bin auch kein Ersatz für X, Y, Z, sondern wir sind hier, damit jeder von uns die Möglichkeit hat, diesen Teil von sich einmal in Reihenform zu erleben, um dann zu wissen, okay, das ist der Teil von mir, das bin, ist das, was übrig bleibt, da hast du ein Selbstbewusstsein, Bewusstsein deiner selbst, du nimmst, wie du willst, aber du verstehst auf jeden Fall ein bisschen mehr von dem, was in dir vor sich geht, das dadurch, dass du das sexuell auslebst. So, und wenn das einmal passiert ist, wenn dieses Begehren danach, das auszuleben, passiert ist, dann bist du quasi durch dein, in der Psychoanalyse sagt man, hat das Phantasma durchquert, dann hast du deine Fantasien ausgelebt und dann kommt was Neues. Dann kannst du gucken, jetzt ist ja die Frage, angenommen, ich sage jetzt mal, der Minderwertigkeitskomplex ist dadurch, dass das Bewusstsein, warum sie es macht, ist dadurch aufgehoben. Dann müsste doch auch zeitweise, die Lust daran aufgehoben sein. Ja, dann musste ihr das doch auch nichts mehr geben. Das heißt, wenn ich Hunger auf Pommes habe, weil ich das noch nie gesehen habe und alle essen Pommes und jetzt kriege ich mal meine Pommes und sage, ach, das ist also Pommes. Ja, jetzt muss ich ja nicht mehr die fettigen, ungesunden Pommes im McDonald's fressen. Ist doch so. Ja, genau. Das heißt, wenn sie das einmal finden würde, ja, und sagen würde, hör mal, ich habe jetzt verstanden, ich muss doch nicht jedem seinen Schwanz lutschen, um geliebt zu sein. Das hat ja nichts mit Verstehen zu tun, das hat aber mit Gefühlen zu tun. Das Gefühl ist ja vergänglich. Ne? Also das ist ja kein Verstehen als solches. Das ist so Verstehen, ja, aber im Gesamten entsteht in ihr das Gefühl, okay, es reicht, wie ich bin, ich habe mich akzeptiert, ich kann super damit leben, ich muss nicht allen Menschen nach dem Mund reden und mir ist scheißegal, ob die sagen, ich bin schön oder hässlich. Das ist aber ein Gedanke, ne? Kein Gefühl. Ja, aber der Gedanke löst ja das Gefühl aus, nicht so, dass wir frei werden. Das Gefühl löst den Gedanken aus. Darf ich nochmal dein Über-Ich dazu holen? Weil ich bin schon über das Wort Minderwertigkeitskomplex gestolpert, was hier so selbstverständlich einfach in die Diskussion eingegangen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das Über-Ich, dass du etwas dazu sagen möchtest. Oder liege ich da falsch? Zu dem Minderwertigkeitskomplex? Auch, aber auch zu dem Rest. Sorry, ich muss mal ganz kurz nerven, denn ich brauche deine Hilfe. Ich bin aktuell auf der Suche nach Sponsoren für diesen wunderbaren Ungeskriptet-Podcast, wo auch sehr kontroverse Menschen reinkommen, aber wo es um den Mensch geht und um eine authentische, echte Unterhaltung. Wenn du eine Idee hast, welche Brand hier wunderbar reinpassen würde oder vielleicht sogar bei einer Arbeit ist oder dir eine gehört, dann schreib gerne eine E-Mail an bennett@ungeskriptet.com und vielleicht ist deine Brand demnächst hier Sponsor bei Ungeskriptet. Jetzt muss ich nachdenken. Ich würde schon sagen, dass ich in bestimmten Situationen einen Minderwertigkeitskomplex habe. Das würde ich schon so bestätigen, aber es ist nicht so, dass ich in allen Situationen das habe, weil ich weiß, in bestimmten Gebieten bin ich einfach, also bin ich nicht minderwertig oder fühle mich nicht minderwertig, sondern ich weiß, was ich habe, was ich bin und was ich kann. Und in anderen Situationen ist das halt nicht der Fall, beziehungsweise es überträgt sich teilweise auf Bereiche, die dann in die Sexualität mit einfließen. Glaubst du, dass es gut oder schlecht ist, einen Minderwertigkeitskomplex zu haben, oder ist es neutral? Ich würde sagen, ich finde dieses Wort ist einfach sehr, sehr negativ konnotiert. Ja, also, wenn die Frage... Also, nein, das ist super Minderwertigkeit. Ja, das hätte Komplex ja sein. Ist doch Hammer. Also, wer will gar nicht? Ich würde ihn doch gerne dabei ansehen. Tatsächlich würde ich aber sagen, es kann positive Sachen haben, weil du dadurch auch an dir arbeitest und versuchst, dich besser zu verstehen. Und mir gibt es in der Situation zum Beispiel, wenn wir, ja, du musst weiter in vorne bleiben. Die dominiert dich, Junge. Ausnahmsweise. Ja, die hat schon was. Ich verstehe das. Die geil. Also es macht mich auch schon so ein bisschen geil. Die hat, muss ich ehrlich sagen. Entschuldigung, aber wir sind ja ehrlich hier. Also das ist schon brutal. Es gibt mir auf jeden Fall in der, also wenn wir jetzt über Shibari reden, gibt es mir die
Du hast mich sehr auf den Kopf. Soran, mach mal kurz Pause. Nein, kurz vor, nein, bitte nicht sabbern. Ich sehe Ihre Fantasie. Wo waren wir? Weil, wow, wir waren bei deinen Minderwertigkeitskomplexen, dass die A bestehen und B auch positiv sind, weil die etwas über dich, die dich lehren über dich selbst. Ja. Sie können auf jeden Fall was Positives haben und vor allem, wenn wir über das Thema Shibari reden, ist es für mich wie als würde ich ganz, ganz lange auch einen Frieden in mir selber halt auch haben. Also es ist für mich etwas, als würde ich wieder zu mir selbst finden auch. Glaubst du, du fändest das auch sexuell attraktiv, wenn du den Minderwertigkeitskomplex nicht hättest? Absolut. Okay, das heißt, es gibt es einen Zusammenhang zwischen Minderwertigkeitskomplex und dass du Shibari geil findest? Oder gibt es das nicht? Oder devot sein. Oder devot sein als Gesamtes. Aber was hat jetzt gerade devot sein damit zu tun? Devot, Shibari und Minderwertigkeitskomplexe sind drei Sachen. Wie stehen die dann im Zusammenhang? Also sind die Shibari machen lassen, wie viel Prozent der Leute, die Shibari machen, würdest du als devot bezeichnen, frage ich mal so. Also ich kenne persönlich auf jeden Fall eine Frau, die Shibari praktiziert, aktiv, über ganz, ganz viele Jahre lang war sie sogar das Model, also die Person, die gefesselt worden ist. Und hat vor ein paar Jahren genau den Switch gefunden, okay. Dass sie zeitgleich, am Anfang waren es nur Frauen, die sie dann gefesselt hat und unter anderem mich und später auch Männer und auch dadurch ihre dominante Seite erlebt. Also es kann eine heilsame Therapie sein, um zu sich selbst und zu seinem Selbstwertgefühl auf diese Weise zu finden. Das heißt, das Devote führt dich in eine gewisse Richtung und zu gewissen sexuellen Interessen und Tendenzen. Jetzt ist die Frage, wo kommt das Devote her? Ist es vielleicht schon eine gewisse Veränderung? Ist es eine Erziehung? Meiner Meinung nach ist es ein Mix daraus, wenn man eh schon eine angepasste Struktur in sich trägt. Ein Harmoniebedürfnis nenne ich das. Ein natürlich genetisches Harmoniebedürfnis, was es meiner Meinung nach stärker und weniger stark ausgeprägt gibt, sehe ich bei kleinen Babys, wenn die nach der Muttermilch saugen. Da gibt es halt welche, die sind bereit dafür zu schreien und zu kämpfen. Und da gibt es welche, die sagen, okay, dann kriege ich halt keine Milch. Ja. Und die Kinder sind in der Regel im ganzen Leben harmoniebedürftiger. Die haben einfach keinen Bock auf Stress. Das ist denen viel zu anstrengend. Die sagen, dann hungere ich lieber zwei Tage, habe aber meine Ruhe. Ja. Und dann gibt es welche, die sagen, aus Prinzip, auch wenn ich keinen Hunger habe, will ich mein Recht haben. Und das sieht man schon bei kleinen Babys. Das heißt, es gibt harmoniebedürftige Menschen, wo ich sie jetzt einfach mal so unverschämterweise tendenziell einkategorieren würde. Und dann sage ich... Bin ich sehr. Ja, genau. Dann ist die Tendenz zum Devotsein auch höher. Und wenn sie extrem harmoniebedürftig ist und wirklich das mag und dass es schön ist, ist ja Devotsein auch eine Form der Harmonie, denn sie macht Menschen um sich glücklich und sie liebt es, Menschen um sich herum glücklich zu machen, aus sich heraus. Also sie mag es zu sehen, dass sie diejenige ist, die Menschen glücklich macht. Sonst hätte sie mich auf diese, es ist nicht so, dass sie mich so geil fand, sondern das Gefühl, dass sie mir ein gutes Gefühl geben kann. Das hat sie in dem Gefühl mehr glücklich gemacht, als dass es die Anziehung zu mir war. Das war zumindest mein Eindruck. Und das ist ihr gesamtes Lebenskonzept. Du meintest gerade bei der Umarmung. Genau. Das sind die Motivationen, die nicht mehr geil, sondern du hast gesehen, mir hat es gefallen, hast du gesagt, mir gefällt es, wenn ich einem Mann oder einem Menschen damit halt glücklich machen kann. Sogar vielleicht unabhängig von einem Mann. Die Aufmerksamkeit des Mannes, je höher der Rang, ist natürlich, gibt dir noch mehr an Befriedigung. Aber ich glaube, dass es eine Tendenz ist und das sucht sich dein Natur und dann sucht es halt genau da, diesen Kontext, wo es das ausleben kann. Ja, also spielt der Minderwertigkeitskomplex vielleicht gar nicht so ein oder dieses Gefühl, sich anpassen zu wollen, es Menschen recht zu machen. Vielleicht war eine Maria Therese oder alle Gutmenschen oder Mahatma Gandhi hatten auch eine starke Tendenz, halt nur in ausgeprägter Form. Und sie macht das halt dann halt in diesem, meiner Meinung nach ist das dann ein nicht sexueller Kontext, nur der Sex ist halt die höchstmögliche Reflexionsform, denn niemand stöhnt lauter vor Lust als Menschen beim Sex. Das ist ein. Beim Tennis manchmal ein paar Jungs, die stöhnen aus beim Schlagen, aus Anstrengung. Aber in der Regel habe ich selten Menschen gesehen, die so laut vor Lust stöhnen, selbst beim Lottogewinn, wie Frauen beim Sex. Also jetzt bei mir nicht so wie beim Jonas. Oder beim Ben. Jonas, magst du noch was dazu sagen? Ich definitiv, also ich finde nach wie vor, dass man, und dadurch ist das halt so festgefahren, dass man diese aktuelle Situation und das, was daraus entstanden ist, als dermaßen normal und unveränderlich, sorry, kein Problem,
als dermaßen normal und unveränderlich darstellt, dass das quasi schon zur Natur ist. Und ich weiß aus vielen verschiedenen Kontexten, aber natürlich größtenteils aus der Therapie, dass es für jeden Einzelnen, auch wenn das gesellschaftlich definitiv mittlerweile normal ist und man das als Natur bezeichnen könnte, dass es nicht die Natur jedes Einzelnen, sich dermaßen damit überall zu identifizieren, dass man, ob es mal devot oder dominant ist. Es gibt ganz viele Menschen, die durch eine erfolgreiche Therapie aus genau diesen Mustern rausgekommen sind, wo die gesagt haben, okay, zu 90% meines Lebens sage ich einfach, es ist mir egal, du bist weder über noch unter mir, das ist, lass mich damit in Ruhe. Wenn wir jetzt arbeiten, okay, gut, da gibt es einen Boss, da halte ich mich dran, das ist quasi der Tribut an den symbolischen Ort und den zoll ich. So. Und danach lebe ich ein freies Leben, unabhängig von den Hierarchien, das ist für jeden Einzelnen sehr gut möglich. Für die Gesellschaft war solche Zug abgefahren, keine Frage, aber trotzdem ist es für jeden Einzelnen definitiv möglich. Gehe auf eine Website, was auch immer. Aber darüber hinaus ist natürlich, was sie auch schon gesagt hat, diese Möglichkeit, das, was einen davon abhält, dass das quasi in dir drin ist und du weißt nicht, wo das anfängt, wo das aufhört, das ist überall, schwingt das so ein bisschen mit und man sucht die Möglichkeit, das rauszuleben, zu erleben, überall, du entwirfst dich ständig überall, weil du nicht genau weißt, wo ist das jetzt und du, manchmal wirst du angenommen, manchmal nicht, du verstehst das nicht so wirklich und in solchen Kontexten, wo das so klar kristallisiert und destilliert da rausgenommen wird, dann siehst du, ach, das ist das, hier habe ich das, dadurch, genau, wie du schon sagtest, ne, obwohl sie das macht oder gerade weil sie das so in so einer klaren Form macht, kann sie dann wiederum im anderen Leben sehr selbstbewusst sagen, weil ich weiß, okay, klar bin ich devot, aber bei dir nicht. So, ne? Und das kriegst du halt erst dann wirklich hin, wenn du bestimmte Bereiche hast, zum Beispiel Sexualität ist eine Möglichkeit, wo das in einer sehr, sehr klaren Form passiert, dann hast du den Tribut gezollt, so, ne? Dann hast du dein SM-Zeug fertig für den Tag sozusagen und danach kannst du ein freies Leben leben von diesen ganzen Hierarchien, die uns immer so im Nacken sitzen und das finde ich für mich selber. Natürlich ist das die Reaktion der 99% aller Leute auf mich, so, oh, jetzt kommt hier irgendwie der Gorilla und boah, bitte, ne, kein Stress und was auch immer da alles auf mich projiziert wird, aber ich selber empfinde das überhaupt nicht so. So, mir ist das total egal. Also ich sehe natürlich auch, was du siehst. So, ja klar, kommen dann da irgendwie, wie gestern das so ist. Aber das heißt ja nicht, dass ich da jetzt irgendwie eine Trommel schlage, die das wirklich aktiviert, sondern das ist einfach das, was in der Gesellschaft normal ist. Nur trotzdem in jedem Einzelnen ist es wiederum eine individuelle Entscheidung. Die Frage ist ja nicht, wie du dich selbst erlebst und fühlst, sondern wie es auf andere wirkt. Und oft ist das finde ich nicht. Das, für jeden Einzelnen ist aber die wichtige Weil gut, es macht ja für die keinen Unterschied, wie du dich mit dir selbst fühlst, sondern die, was bei denen ankommt, ist ja die Handlung. Ja, aber es geht ja darum, dass du sagst, die Gesellschaft ist nicht so oder das ist nicht der Effekt, nur weil du es nicht fühlst. Nein, das heißt, ist der Effekt. Die der Frauen sage, fühlen dich Effekt. Ja zu dir hingezogen. Doch, unabhängig davon, wie du dich selbst fühlst. Ich sage gerne zurückspringen, weil ich sage, das ist der Effekt. Definitiv ist das der Effekt. Ich sage nur, dass dieser Effekt hat nichts Normales, geschweige denn irgendwas Gesundes. Das ist definitiv, ist das die gesellschaftliche Realität. Was wäre denn gesund? Gesund? In der Theorie, gibt es das Gesunde in der Praxis überhaupt? Nein. Also, aber es gibt genau. in der gesellschaftlichen Praxis nicht, aber in der individuellen Praxis gibt es sehr wohl. So, guck mal zum Beispiel, da wir diesen Teil... Aber wir leben ja in einer Gesellschaft. Ja, aber zum Beispiel sagen wir mal so, wir beide sind jetzt auch eine Gesellschaft, wir sind in Gesellschaft, wir beide jetzt haben eine Beziehung. Sind wir vier sogar, oder? Nein, wir beide, meine ich, also sie und mich, mein Gewissen und ich sozusagen, sind ja auch eine Gesellschaft, haben eine Beziehung, das ist, ne, ich bin in ihrer Gesellschaft und unsere Gesellschaft ist abgesehen von diesem klaren Teil sehr, sehr frei von diesen hierarchischen Strukturen. Deine Sexpartys auch, wo alle herzlich eingeladen sind, die genau dieselbe Philosophie wie du. Zum Beispiel, auch die sind davon sehr, wo? auch die sind davon sehr, sehr frei. Ne? Auch die Partys sind davon sehr, sehr frei, genau. Weil das einfach alles, ne? Eier auf dem Tisch, das ist jetzt hier das Thema, da spielt das eine Rolle, da nicht. So, ne? Die übertreiben es ein bisschen mit ihrem Konsens, pipapo, aber, oder Awareness und sowas, aber das sind ja nur Versuche, wobei, das irgendwie in andere Bereiche zu übertragen. Wenn du siehst, wenn die getrunken haben, der ganze Awareness und der ganze esoterische Scheiß weg ist und alle wollen trotzdem mit sehr Jonas spielen. Und gucken dann, wie der Alpha-Monster da die Alten durchballert. Das ist ja, dann siehst du wieder die Realität der Lebewesen, der trotzdem, sagen wir, primitiven tierischen Natur. Ja, also, egal, wie die sich davor niemals, verschließen, im Endeffekt so, kommt es trotzdem wieder. Also, ich würde es nicht so weit gegangen sein, zu sagen, dass diese Partys als solches, jeder, der da reingeht, ist automatisch frei von seinen Limitierungen. Gottes Willen. Die meisten Leute, ne, reproduzieren das da einfach nur. Genau, deswegen, so ist der Konsens als solches ist natürlich sehr, sehr relevant und den muss man schon mit großer Sorgfalt pflegen, damit das Sinn macht. Ansonsten, wie gesagt, gibst du dem einfach nur mehr Futter und das Ganze wird immer stärker. Wenn du es aber vernünftig machst, und deswegen sage ich, das ist, ob das jetzt Shibari ist oder ob es jetzt Therapie ist,
findest, also wenn du einen vernünftigen Rahmen findest, der therapeutisch wirken kann, dann kann es dir das sehr, sehr erleichtern, dich von diesen Tendenzen freizumachen. Und wenn du mich fragst, ist dieser permanente Drang, sich irgendwo einzuordnen, in irgendeiner Teil der Hierarchie, ob du das jetzt Minderwertigkeit nennst, Wertigkeit ist ja auch eine Hierarchie, ne? Wer ist mehr wert, der steigt auf, wer ist minderwertig, der steigt ab, sich davon überhaupt freizumachen, das ist für mich, ich habe keinen Wert. Wer gibt Menschen einen Wert? Das ist eine lustige Geschichte, auch tatsächlich mal vom Dalai Lama, der wurde mal auf so einer Konferenz gefragt, wie man seinen Selbstwert erheben konnte. Mhm. Und dann hat sein Übersetzer dafür 5 Minuten gebraucht, dem überhaupt das Konzept des Selbstwerts zu erklären. Mhm. Der wusste gar nicht, was das sein soll. Der so, was meinst du mit Wert? Menschenwert? Was? Menschen sind was wert? So, ne, das ist ja überhaupt gar kein sinnvolles Konzept für menschliche Lebewesen oder für Lebewesen. Die Frage ist und ja deswegen, auch, davon kann man sich gut freimachen, wenn man es vernünftig angeht, würde ich sagen. Die Frage ist jetzt in der Praxis des normalen Otto-Normalverbrauchers, ja, die uns zuhören. Da habe ich gerade drüber nachgedacht. Ich habe da gerade hier. Außer, dass sie jetzt Fantasien über den Über-Ich haben und auch gerne auf die genau. Party kommen und gerne sie mal dominiert oder von ihr dominiert werden wollen. Ja, können wir gerne machen. Es gibt halt viele sehr reiche Leute, die erklären, dass Reichtum nicht glücklich macht und dass man sich von dem Reichtum freimachen soll. Echt? Zum Beispiel. Und, Soren ist keiner davon. Jetzt gibt es, so da haben wir hier einen großen Alpha-Hecht, hier Jonas Wilschner, der immer sitzen. Und der erzählt die ganze Zeit, in der sozusagen Frauen-Selektionshierarchie steht der ganz oben. Das habe ich überhaupt nicht erklärt. Ja, das hat der Soran die ganze Zeit. Also das können wir mal als so relativ weit oben. Also du hast nicht das Problem, dass du auf einer Tanzparty bist und niemand findest, der dich mag. So, das, aber, haben wir auch weniger, aber ja, wie auch sei. Ja, keine Ahnung, ich war jetzt noch nicht auf, bin ja kein Tänzer. So, schon ganz oben. Jetzt zu sagen, ich stehe oben an der Hierarchie. Ich habe quasi all das, was die ganzen anderen Typen, nimm jetzt mal das Beispiel von, der hat dem in die Fresse gehauen. Ja, das wollen alle können. Ne? Alle gucken Karate Kid und finden das geil, so, aber die wenigsten können das. Und der Typ, der das kann, sagt, das braucht ihr gar nicht. Ihr müsst euch davon freimachen. Ihr müsst eine Mitte finden. Das Gespräch hatte ich heute noch mit Roland. Der da zum Beispiel, ich werde tatsächlich bald mit Roland, habe ich gehört. Darf ich schon mal nochmal an deinem Mikro hier so rum? Sonst kriegst du gar nicht Kopf. Ich mache mit Soran genau darüber demnächst mal einen Podcast, wo wir das besprechen, weil der ist ja auch gerade auf dem Weg quasi mit Soran oder Roland. Mit Soran, ja, mit Roland. Der ist ja auch gerade da sehr, sehr stark da dran, diese aufzusteigen, auf irgendeine Form. Seine Version von aufzusteigen, aber der will irgendwie was erreichen und besser werden und die optimale, beste Version seiner selbst werden. Jetzt ist die Frage, ist das, was ich natürlich da so erlebt habe bereits, und das darf man natürlich nicht aus der Geschichte hier rausnehmen, natürlich habe ich das den Großteil meines Lebens versucht, geschafft und bin dann in dem, was ich gehofft habe zu erreichen, kläglich gescheitert. Wie oft war ich da nach genau dem, was ich haben wollte, nach dem Europameistertitel, wo ich dachte, ich komme nach Hause und die Welt gehört mir, da warten eine Parade und 77 junge Frauen, dass ich nach Hause komme, mit meiner Wohnung ist sonst keiner da. Weißt du, so das war's. Und wie oft ist das passiert, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, Jonas, vielleicht versuch mal was anderes, so, weißt du, ich meine? So, das ist sehr, sehr oft passiert. Ich weiß auch, irgendwann, das war sogar nach, da habe ich schon getanzt, da war ich von der Tanzparty und mir war das früher immer sehr, sehr wichtig, dass ich irgendwie genau dieser Person sein könnte, die ich dann einmal war in meinem ganzen Leben, mein Leben dann funktioniert, einmal passiert, so, der irgendwie physisch überlegen ist und im Falle des Falles da mithalten oder sogar gegenhalten könnte. Komme ich auf eine Party mit 5000 Leuten, sitze auf der Bühne und denke mir so, ich bin mit hoher Wahrscheinlichkeit hier der stärkste Mensch im Raum. So. Und, aber in dem gleichen Moment war so, ja, herzlichen Glückwunsch, Bruder. Also das, ne, das, es gibt dir trotzdem nichts. Also es bringt wirklich nichts. So, und das stimmt nicht, was du sagst. Es bringt es, nichts, weil keine Schläger da ist. Aber die Frauen spüren das gut, und jetzt, kommen zu dir. Ja, ja, gut, aber es gibt mir nichts. Was mir gibt dir nichts, wenn die Frauen zu dir kommen? Du fickst ja alle durch. Also, das, du hast Material ohne Ende. Für mich selber, also diese Suche, die ich da hatte, weißt du, die ist dadurch nicht beendet. Es ist nur der Punkt gekommen, den du, wie gesagt, auch in der Sexualität sehr, sehr schnell findest. Deswegen finde ich, wie gesagt, das ist wichtig, dass Sexualität da irgendwie so als direkte Form bestehen bleibt. Du hast dieses Begehren, was du hattest, was du glaubtest, was du brauchtest, du hast es befriedigt. So. Aber das ist nach wie vor der Punkt, um ein Animal post coitus triste, nach dem Sex ist jeder erstmal traurig. Du hast genau das bekommen, was du haben wolltest und es ist so, ja, gut. Ne? Was jetzt? So, das ist die große Frage. Die meisten Leute sagen so, ja, jetzt brauche ich das nächste Begehren, es muss immer weitergehen. Das Spiel nach dem Sex ist jeder erstmal traurig? Stimmt das? Es stimmt nicht, aber ne, es geht Verhältnis darum, natürlich, wenn du ein High hast durch den Orgasmus, also so. Die Frauen jetzt nicht, weil die nicht immer einen Orgasmus haben, außer bei euch vielleicht. Aber, also nach dem Hoch kommt dann Down, aber das ist halt du hast auf jeden Fall erstmal ein tiefes Naturgesetz. Also, oder nehmen wir es, was ist wie ein Koitus, das kann man sehr allgemein gut schämen, da mal auch so, du erreichst irgendeinen großen Erfolg.
So, dann hast du vielleicht ein kurzes High, aber danach geht es auf jeden Fall irgendwann runter. So, und dieser Punkt, wo es dann runtergeht, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil dann hast du, wie gesagt, dein Begehren befriedigt. Und das ist, ich sag gerade, bei ihr ist das nicht so. Sie hat keinen Down. Können wir das vielleicht gleich machen? Vielleicht hat sie kein High. Doch. Ich hatte gerade eben keinen. Ja, das könnte sein, dass sie gerade eben keinen High hatte. Aber wie dem auch sei, ich muss kurz mal zu Ende fahren. Ach so. Dann, sorry. Da können wir natürlich schnell übergehen. Du täuschst dich. Also schon, können wir da vielleicht arbeiten. Ja. Kannst du mir sagen, bitte, warum? Aus Zeitgründen oder? Ja. Nee, wirklich? Ja. Achso, ja, okay, das ist ja kein. Also, da können wir nicht dran arbeiten. Wie dem auch gewesen sei, Zeit, die ist nicht die stärker als wir. Der Punkt, wo du dieses Begehren befriedigt hast, so was du dann machst, finde ich sehr, sehr wichtig, weil die meisten Leute ersetzen das täglich das nächste Begehren. Ja. Und was machst du damit? Können sich nicht eingestehen, was sage ich gleich, können sich nicht eingestehen, dass das Befriedigen des Begehrens nicht das, den Mangel befriedigt hat, den sie da eigentlich am Anfang gesetzt haben. Das Begehren ist ja nur so diese phantasmatische Lücke, um den Mangel zu überdecken, dass du denkst, okay, wenn ich das habe, ist die Lücke in mir befriedigt, der Mangel in mir befriedigt, wenn ich das habe. Aber dann kannst auch einfach biologisch sehen, dass Glückshormone in dein Gehirn schießen und dann wieder zurückfahren und das Glücksgefühl weg ist. Das ist das, was im Gehirn passiert, wenn es beobachtet ist im Gehirn. Das heißt, aber warum fühlst du Glückshormone kommen ins und schießen wieder zurück. Aber warum hast du überhaupt den Mangel? Der Mangel ist ja die Frage. Nein, der Mangel ist das natürliche Fortpflanzungsbedürfnis des Mannes, sein Sperma loswerden zu wollen. Das kreiert die Lust, die dann explizit in den Penis gelitten wird dadurch, dass Testosteron produziert wird und das dann produziere ich Sperma, was ich loswerden möchte, weil mein Körper sich fortpflanzen möchte. Das habe ich dann gemacht. In dem Fall kommen dann Glückshormone in dein Gehirn, die sind danach weg und dann ist natürlich ein Unterschied zwischen Glückshormonen und nicht mehr Glückshormonen. Ist wieder sehr einfach. Das heißt, dann geht es wieder bei Sex und Penetration und Ejakulation. Aber ne, was ist mit den ganzen Perversionen, die weder das eine noch das andere beinhalten? Die haben ja trotzdem das gleiche High und das gleiche Low, obwohl da nichts abspritzt oder sonst was passiert. Mhm. Kein Orgasmus, kommt trotzdem das gleiche Prinzip. Aber das sind ja schon krankhafte Tendenzen, das weißt du. Ja, aber das ist alles kranker. Das ist nur ein Unterschied im Grad, nicht in der Art. Das ist dasselbe. Aber es ist nur noch weiter weg von dem, was es eigentlich ist. Aber es ist nach wie vor längst nicht mehr das, was du glaubst, als Fortpflanzungstrieb zu bezeichnen. Ne? Das hat mit Fortpflanzung nichts zu tun, da will sich keiner fortpflanzen. Ja, aber es ist ja immer so, dass das Maß wichtig ist. Also egal, was ich übertreibe, führt er zu einer Perversion. Das heißt, in einem gesunden Maße, dementsprechend wie mein Körper Sperma produziert, werde ich es dann auch wieder los. Wenn es ein gesundes Maß, da sind dir die Folgen dann nicht krankhaft. Aber wenn ich es in einem übermäßigen, egal was ich übermäßig mache, führt er dann zu krankhaften, keine Ahnung, Exzessen. Das ist ja ganz normal. Weißt du, was ich meine? Das heißt, wenn ich die Sexualität gesund lebe, ja, und nicht über das heißt, wenn ich Pornofilme gucke und mir 10-mal am Tag, 20-mal am Tag runter und kein Sperma mehr rauskommt, weißt du, das Maß ist unrealistisch. Ja, da ist nichts mehr da. Ich gehe über meine natürlichen Grenzen hinaus und dann muss ich perverse, habe ich das aber im normalen Verhältnis. Ich schaue, ich fühle, genau wie beim Essen oder Trinken. Alle sagen immer, warum trinkst du nichts? Ja, weil ich keinen Durst habe, Mensch. Warum soll ich irgendwas in meinen Körper? Ja, du gehst in ein Café, ich bestelle was zu trinken. Ja, warum soll ich was? Ich habe doch gar keinen Durst. Warum soll ich was zu trinken bestellen, wenn ich keinen Durst habe? Das ist doch unlogisch. Was glaubst du aber, wenn du sagst, das natürliche was ist das natürliche? Würdest du wirklich so weit gehen und sagen, es gibt irgendetwas in der Sexualität, was du jetzt wirklich als Natur im Sinne von, dass es uns das allen gleich und für uns alle gesund Warum ist? Gleich? Muss ja nicht gleich sein. Ja, aber das ist doch Natur. Natur ist doch das, was uns verbindet, was uns vereint. Was ist für uns alle gleich? Was also ist für der uns alle Fortpflanzungstrieb gesund? In verschiedenen Fortpflanzung. Maßen. Aber es will sich doch kein Arsch mehr fortpflanzen heutzutage. Du hast kein doch auch Arsch? Sex, willst du mich doch, jetzt verarschen? Du hast doch auch Sex. Das meinst du doch jetzt aber nicht. Also prozentual gesehen von dem Malen, wie man Sex hat, ist doch Fortpflanzung bei maximal 1% das Thema. Also von daher hat das mit Fortpflanzung auch längst ja, aber zu es tun. Geht doch darum, warum der Trieb überhaupt, also du musst ja eins bedenken, ich glaube, du versuchst ja durch Esoterik und durch Spiritualität, versuchst du ja Biologie außer Kraft zu setzen. Du hast ja gesehen, du hast es doch gerade selber bestätigt, dass auf den Sexpartys und auf allen möglichen, der größte spirituelle Führer, sage ich jetzt einfach mal, den sich heute viele als Beispiel, der es doch eindrücklich bewiesen hat. Wir nehmen jetzt mal Osho, ja? Der eindeutig in einem Selbstexperiment gezeigt hat, wie spirituell können wir wirklich sein und wie tierisch sind wir wirklich. Also der Mann der letzten Zeit, der Freud, Jung, alle Philosophen, alle Psychologen und alle Dichter und Denker dieser Welt gelesen und studiert hat. Mehr, wie ich möchte mal sagen, 80% der ganzen Menschen in Deutschland. Und das auch noch geschafft hat, auszuleben. Und dann verschiedene Sexpartys im Großen gefeiert hat. Also richtig im Großen. Um dann zu erkennen, verdammte Scheiße, egal was ich hier über Spiritualität erzähle, es geht trotzdem immer nur noch, wir sind nicht stärker wie du. Im Endeffekt geht es immer um Hierarchien. Ja, immer wieder. Und er hat das so brutal an die Spitze getrieben,
bis er gesagt hat, hör mal, wir sind trotzdem wieder nur Opfer. Wir können uns nicht über die Nietzsche, es geht nicht. Selbst so ein bewusster Mensch wie er, der sich mit nichts anderem beschäftigt hat, nicht abgelenkt war, wie du, ich und alle anderen, ja, hat es nicht geschafft. Im Endeffekt kamen immer wieder dieselben Strukturen. Mit Alkohol, mit Drogen, siehst du es doch wie auf den Sexpartys. Alle sagen, ich bin spirituell, ich werde. Im Endeffekt, wenn es darum geht, ist der primitive Alpha dir doch wieder der alle fickt. Alle Frauen sagen, nein, so ein Jonas Bietstein, ein, der schon 10 und meine Freundin gefickt hat, kein Interesse. Und in irgendeinem schwachen Moment fingern sich trotzdem auch wieder mit und denken, hör mal, was bin ich für eine blöde Kuh? Warum mache ich das? Jonas über ich antwortet darauf. Das Lustige daran ist, ich habe genau das Gleiche gedacht, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Ja. Ich liebe diese Ehrlichkeit. Ich danke dir wirklich. Ich dachte, du warst immer interessanter für mich. Schöne Augen. Also, Jonas, hast du nichts gegen. Also da ist wirklich, das ist eine Bereicherung. Ich habe mir gedacht, Wahnsinn. Schöne Augen. Und dann habe ich gesehen, wie er teilweise auf den Partys Wahnsinn. Rumgelaufen ist und dachte mir so, ne. So ein Typ? Nicht. Ja, und dann sag uns, wann kam der Switch und wie? Ja, bei meinem Chef im Wohnzimmer. Geil. Und wie, guck mal, das ist jetzt wirklich sehr wichtig, sehr wichtig. Ja. Denn vielen Frauen geht es so und die verstehen den Mechanismus. Du kannst jetzt viele Frauen entweder zu ihrem Glück oder Unglück führen, also zu einem höheren Bewusstsein, definitiv. Nämlich wie und wann kam der Switch und wie bist du mit dem Switch umgegangen? Wie realistisch, wie hat es dir Angst gemacht zu erkennen, verdammt, das, was ich vorher gesagt habe, war totaler Nonsens. In Wirklichkeit wollte ich von Anfang an schon ein Teil von mir, ich möchte sagen, ein primitiver Teil von mir, den er verleugnet, ja, dass es den nicht gibt, dass es die gar nicht gibt, wollte dieses Alpha-Tier in mir spüren. Aus verschiedenen Gründen. In mir, ja. Man muss dazu sagen, ich habe vorher nicht mit ihm geredet. Und an dem Tag, wo wir bei meinem Chef zu Hause saßen, habe ich halt einfach zum ersten Mal ein bisschen mit ihm reden können. Und dann ging es darum, dass halt in seinem Studio unter anderem Shibari angeboten wird. Und da wurden meine Ohren auf einmal sehr, sehr aufmerksam. Und ich glaube, das war so der erste Punkt, wo ich gedacht habe, erstens, er kann reden. Und das, was er so auf den ersten Blick scheint, ist nicht alles. Mhm. Und dann hat er noch das Thema Shibari halt im Kopf gehabt. Und mein Chef total irritiert, okay, was ist das? Und ich war nur am Schmunzeln und dachte mir, ich weiß, was wovon der junge Herr da gerade redet. Und dann haben wir uns ein paar, weiß nicht, ob es eine Woche oder zwei Wochen später war, ich gar nicht zurechtgemacht, muss man dazu sagen, bei meinem Chef. Ich glaube, war ein Jogginghose oder irgendwas, auch auf jeden Fall nicht zurechtgemacht. Und das Zurechtmachen wird auch stark überschätzt bei Frauen. Nur mal so muss dazu sagen, er hat mich nicht interessant gefunden. Aber danach, nachdem er wusste, dass du Shibari greifst. Nicht wirklich. Du meinst Jonas oder dein Chef? Nee, Jonas, mein Chef, oh Gott, nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube, davor tust du nicht. Nee. Und dann, ich habe gerade so ein bisschen Angst, dass er bald herausfinden wird, was da gerade so läuft. Nur so nein. Ist das nicht schon absolut klar? Nee, warum hast du nicht. Angst davor? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Weil das eine beruflich ist und das andere privat. Ja, das geht ihn ja auch nichts an, was du privat machst. Ja, theoretisch, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er das hört. Und auf jeden Fall waren wir auf einer Tanzparty und dann war ich ein bisschen mehr zurechtgemacht und er hatte mich gefragt, ob wir tanzen wollen. Und dann wurde es irgendwie ein bisschen interessanter, die Gespräche, auch mit Alkohol in Zusammenhang. Und, bei dir oder bei ihm? Bei mir und ich habe ihm, glaube ich, die ganze Zeit Alkohol angeboten. Was er dankend abgelehnt hat, so wie ich ihn kenne. Also, nee, war ein Witz. Ich kenne ja sein Trickverhalten. Das ist brutal. Ich habe sowas noch nie gesehen im Leben. Warum? Junge, der bestellt was. Ich sage mal, Jonas, der trinkt das wie Wasser, egal was ist. Das ist Wahnsinn. Ja. Also, nee, aber okay. Dann hat sich das tatsächlich geändert. Aber es war auch wegen, also nicht nur, also das und Jonas, Äußerliche oder genau, du glaubst also, dass er sich für dich entschieden hat, weil du zurechtgemachter warst. Kann gut, das interessiert mich jetzt wirklich. Das ist noch. Also natürlich, Frage des Kontexts. Nochmal ganz kurz auf das, die Frage des Kontexts, auch in dem wir uns dann getroffen haben. Also das, wie wichtig war, dass sie zurechtgemacht war? Warum glaubte sie nur, dass du vorher kein Interesse hattest oder hattest du an dem Tag Interesse, weil deine nicht vorhandene Sperma, was ja keine Rolle spielt in deinem Verhalten? Das habe ich überhaupt nicht gesagt, Mann! Du hast gesagt, das ist auch, wir sind doch frei von den biologisch primitiven Bedürfnissen. Um Gottes Willen, also wie gesagt, das darf man nicht überspitzen. Wie gesagt, ich habe eben schon gesagt, ich will mich da
nicht von irgendwas frei machen als solches. Ich glaube nur, dass der prozentuale Anteil davon absolut überbewertet wird. Ich glaube, es ist so eine, dadurch, dass du das alles als biologisch machst, wird das natürlich auch so auf eine gewisse Art und Weise total mystifiziert. Das ist außerhalb deiner mentalen Kontrolle. Das passiert hab einfach. Ich nie gesagt. Impulskontrolle ist der Gegenpol. Gut, aber dann muss es ja kontrollieren. Das heißt, es ist irgendwas kontrolliert. Genau. Ich glaube, das ist das nach wie vor bereits Teil der Ratio, die uns da so reinbringt. Aber das Thema müssen wir sich nochmal aufmachen. Mhm. Nichtsdestotrotz, was natürlich bei ihr irgendwie, wo du gerade schon gesagt hast, irgendwie den Switches gemacht hat, ja, war nicht, dass da noch mehr von dem gekommen ist, sondern dass eben das nicht so wie auf den ersten Schein, sondern das war, ist natürlich ein ziemlich. Ja, aber warum hattest du dann Interesse? Sie sagt, sie war zurecht gemacht. Sie glaubt, dass du vorher kein Interesse hattest, weil sie nicht zurecht gemacht war. Und war es tatsächlich so, da dass sie dir das, anders, dass du sie mit anderen Augen gesehen? Ich habe sie überhaupt darauf geachtet, weil ich war wieder in der beruflichen Besprechung da und habe mich sehr, sehr darauf konzentriert. Das war für mich ein großer Umschwung. Okay, das meinst du mit Kontext. Das war nicht Kontext. Das heißt, ich habe da sehr, sehr klare Vorstellungen gehabt, was da wichtig ist und mich auch dementsprechend darauf konzentriert. Deswegen war das auf jeden Fall. Also wenn sie in dem, also wenn sie dort genauso zurecht gemacht gewesen wäre wie auf der Party, wäre das definitiv nicht der Effekt der Party gewesen. Natürlich hätte das auch alles ändert sich, aber es definitiv nicht der Effekt der Party. Das heißt, ob eine Frau zurecht gemacht ist oder nicht, das will ich damit sagen, macht eigentlich bei der Auswahl, wie viele Männer eine Frau auswählen, nicht den entscheidenden Unterschied, weil Frauen legen ja so viel Wert darauf, zurecht gemacht. Und wir hatten die Diskussion ja auch vorhin, ja, wo ein junger Mann mir sagte, ja, mein Selbstwertgefühl und das nach außen, wenn ich Videos mache, wie ob ich gut aussehe und so, das macht mich total unfrei, das ist ein Riesenproblem. Und wie kriege ich das weg? Und dann fiel mir die Metapher ein, das ist doch ganz einfach, wenn ich mich zu einem Date schminke als Frau, weil das ist eine Metapher, die viele Frauen verstehen, schürt das gleichzeitig eine Angst. Ich will frei sein von Ängsten und frei von Minderwertigkeitskomplexen oder von der Angst, nicht schön genug zu sein. Was ist denn das Problem, wenn ich mich schminke? Ja, wenn ich mich schminke, gehe ich zu einem Date und zeige ein Ich von mir, was ich ja gar nicht bin. Logischerweise, in der Reinform. Oder ich überdecke das Ich, was ich bin und schütze das dadurch. Vielleicht. Oder ich kenne meine Vorteile, die ich habe. Und kann sie dadurch noch mehr verstärken. Sorry, dass ich hier so ungefragt reinquatsche, aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar, wie kann ich besser werden? Wie kann ich bessere Gespräche führen? Mein Ziel ist es, der beste Podcast-Host Deutschland zu werden. Und da ist sicherlich noch ein langer Weg hin. Aber was denkst du, wie kann ich bessere Gespräche führen? Wo habe ich die falsche Frage gestellt oder die richtige Frage gestellt? Ich bin mega gespannt auf dein Feedback. Schreib es mir gerne per Instagram, ben_ungeskriptet oder bei YouTube in die Kommentare. Ich freue mich auf dein Feedback. Danke und jetzt geht's weiter. Also Beispiel bei mir würde ich jetzt einfach mal ganz klar sagen, ich habe heute meine Augen extra ein bisschen mehr geschminkt, weil ich weiß ganz genau, wie meine Augen wirken und wie viel stärker sie haben die Brüste mehr gewirkt wie die Augen, wenn ich das so sagen darf. Das ist okay, aber es war nicht, erstens als ich mich fertig gemacht habe, wusste ich nicht, dass ich das, was ich gerade anhabe, noch lange anhaben werde, weil ich dachte, ich werde mich nicht umziehen. Du hast gedacht, wir ziehen es gleich aus. Oder was? Ich wusste nicht, dass wir zum Podcast fahren. Also. ich dachte tatsächlich eigentlich, ich gehe zu Jonas und wir ganz genau, wir machen Schibari. Das ist geil, die Post. Also wir müssen nochmal, okay, ist ein guter Punkt, danke dir. Das heißt, meine ich ernst, das hört sich so ein bisschen ab. Der Punkt ist ja ein anderer, ich habe das nicht so gut erklärt. Das ist, was schürt es auf der anderen Seite? Es schürt eine Angst, nämlich logischerweise, wenn ich ein besseres Bild von mir zeige, weiß ich ja auch im Inneren, ich habe auch noch ein anderes Bild und das wird irgendwann mal zutage treten. Das heißt, eine automatische Unsicherheit entsteht, je besser ich mich verkaufe, je falscher ich mich gebe in der Öffentlichkeit, je mehr ich Fake mache, desto mehr Angst schüre ich und irgendwann wird es bekannt, dass ich eigentlich nicht so bin, wie ich bin. Und das schürt natürlich eine brutale Angst und eine brutale Unsicherheit. Das heißt, je authentischer ich sein kann, je mehr ich mich akzeptieren kann, ungeschminkt, oder ungeskriptet, wie du sagst. Das ist dasselbe, wenn ich Videos mache, ja, die verschönert sind, ungeschnitten sind, habe ich irgendwo eine Angst, verdammt, wenn die Leute mal rausbekommen, wenn die mich im wahren Leben sehen und sehen, verdammt, ich kann gar nicht so reden, ja, ich muss alles schneiden, damit ich 3 Sätze zusammenbringe, ich Vollidiot, werde ich natürlich unsicher und traue mich gar nicht mehr raus, um mit meinen Menschen zu reden, weil die Maske fällt, ja. Und das ist das Problem. Wenn ich doch, ich fange also eine Beziehung zu Menschen, ein gesundes Selbstwertgefühl, kann doch nicht damit anfangen, dass ich meine Schwächen überdecke. Ja, sondern dass ich lerne, nicht mal selbst, sondern zu akzeptieren, wie ich bin und sagen, so bin ich und so bin ich bereit, mich zu zeigen, mit allen Konsequenzen.
Selbst wenn er mich ablehnt, er wird mich sowieso ablehnen. Ja, aber die Frage ist, er lehnt mich ja sowieso ab. Ja, aber so, aber Soran, was ist der Unterschied zwischen, wenn du sagst, Schminken hat das jetzt sowas von, ich setze eine Maske auf, aber seine Vorteile betonen. Also ich meine, du fragst, und das ist ja der große Spoiler, vor jedem Podcast, Ben, Haare auf oder Haare zu, das ist ja auch schon eine Manipulation von dem Bild, was du abgibst. Du daran habe ich auch gedacht. Genau. Könntest ja auch sagen, so ist mir scheißegal. Genau. Und hast heute habe ich übrigens mich vergessen anzuziehen. Ja, Rahmen dessen. Es gibt ja einen Rahmen, wo man sagt, okay, soll ich heute ganz nackt rausgehen? Alle gucken auf meine Titten oder auf meinen Arsch oder auf meinen Schwanz. Oder passe ich mich einigermaßen... Auf meine Titten und meinen Schwanz, ja. Das, ich glaube, wir müssen heutzutage nach deinem letzten Podcast müssen wir für alle Menschen sprechen, auch die Non-Binären. Und du weißt ja, wie das ist, LGBTQ und so weiter. Ich möchte gern alle hier mit einbeziehen. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Einem relativ sinnfreien Kommentar. Ja. Findest du das sinnfrei? Möchtest du uns jetzt als Non-Binäre hier Also Ben, übertreib bitte nicht. Wir müssen hier schon angepasst sein, sonst sperrt YouTube dich hier eiskalt für nicht akzeptieren. Nein, du hattest vorhin einen Satz angefangen, aber den habe ich unterbrochen. Ein gewisses Maß, weißt, ich kann ja auch übertreiben. Mhm. Ja, und, ja, aber wo ist das Maß fürs Schminken? Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Jetzt immer wieder, finde ich, ne, bei diesen Sachen, die auf den einen Punkt natürlich voll treffen, auf den anderen Punkt komplett daneben spießen. Soran redet halt immer sehr, sehr klar und sehr, sehr spitz. Das heißt, bei den Leuten, die das trifft, so, oh mein Gott, der versteht mich unglaublich. Aber es fällt natürlich eine sehr, sehr große Masse raus, weil er eben immer die ganzen Sachen so einfach macht. Ne? Sorry, und deswegen Mikro ist echt schwer mit treffen die Sachen halt dann, wenn es trifft, richtig. Aber eigentlich, natürlich trifft sich auf jeden zu. Natürlich gibt es auch Menschen, die Schminken und sowas anders benutzen und damit was auch immer in ihrem Leben ausdrücken. So, also das ist jetzt natürlich nicht die allgemeine Wahrheit, dass Schminken immer gleich eine Diskrepanz zu dem eigentlichen Selbst bedeutet. Muss jetzt nicht sein. Ne? Mhm. Ja, aber da... Unsicherheiten in sich selbst. Was auch immer. Ne? Unsicherheiten in sich selbst, darum ging es ja um das Thema. Dass ich unsicher bin mit mir selbst, wenn ich ein falsches Ich beim Date verkaufe, ja, und denke, scheiße, wenn ich, sollten wir zufällig morgen nebeneinander aufwachen, ich habe keine, oder ich muss mich abschminken, was passiert dann? Ja, was will der Typ mich dann trotzdem noch? Darum ging es ja in diesem Kontext, ging es ja, dass sie sagte, ich war zurecht gemacht. Weißt du, das heißt, ich werfe einen Köder aus, ja, und wenn der anbeißt, okay. Aber irgendwann will ich den auch ohne Köder haben. Das wird anstrengend, jedes Mal einen Köder aus. Aber um jetzt mal kurz den Relativismus wieder reinzubringen zu diesem absolut primitiven, biologischen, ne, natürlich kann das auch einfach nur wirken als erster Catch, mal Hallo sagen, so mal in Kontakt kommen und danach, ob man sich dann schminkt oder nicht, ne, die meisten Leute wissen es hoffentlich aus ihren Beziehungen, wenn du deine Frau kennengelernt hast, wahrscheinlich war sie in einer sehr, sehr attraktiven Version ihrer selbst unterwegs, vielleicht auch nicht, aber ne, kann passieren, aber irgendwann ist es egal, wie die Frau aussieht, weil du sie kennengelernt hast, es ist ja nur ein erstes Approachen und wer dann darauf hoffen muss, dass, ne, oder wer dann glaubt, dass was dann kommt, ist so furchtbar, dass das nicht mehr ausgleichen kann, ne, mein Beileid, aber in der Regel, wie gesagt, sind ja diese Sachen, sich zu schminken, wie gesagt, erstmal, um irgendwie aufzufallen, Aussehen verbindet, Persönlichkeit, ne, hält, so, oder Aussehen gibt Kontakt, was Widerspruch geht, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, Aussehen erzeugt diesen ersten Kontakt, aber dann, was wirklich verbindet, ist ja eher das, was man dann wirklich so alles mitbringt, außer Make-up, ne? Oder Aussehen und dergleichen. So, und wie gesagt, ich würde das heißt, auch nicht zurecht gemacht auf der Party, wäre sie trotzdem interessant für dich gewesen, sexuell? Ja, hätte ich jetzt im Endeffekt gewusst, worauf das hinausläuft, safe. Okay, und hättest du es nicht gewusst? Ja, wie soll ich das denn sagen? Ne? Achso, ihr hattet ja schon über Shibari geredet. Aber dafür ist die äußere Form ja da. Das ist ja nur die äußere Form, was danach passiert. So, ne, das entscheidet ja wirklich das über die Verbindung, die es dann ergibt. So. Und wo ihr bei dem Termin über Shibari geredet habt mit ihrem Chef, da hast du dir nicht gedacht, okay, das wird früher oder später hier meine Patientin. Da bin ich mir sicher. Das habe ich mir auch später nicht gedacht. Ihr habt ja gar nicht über Shibari gesprochen, oder? Beim ersten Meeting? Doch. Okay. Das ist ja der Punkt. Okay. Ich dachte, Jonas hätte nur gesprochen und du hättest quasi in dich reingelächelt. Okay. Ja, so ein bisschen. Ein bisschen haben wir schon gesprochen. Und das war jetzt definitiv nicht das Hauptding. Nee. Kam dann so später nach und nach rein. Und das Thema, ich hatte davon auch gar keine Schibare gemacht. Also ich bin da noch nicht so lange drin. Also ich habe das mit ihr erst angefangen. Aber wo sie das getriggert hat, hast du gedacht, das könnte was werden? Ja, da habe ich mich das erste Mal wirklich selbst, da habe ich mich das erste Mal selbst da reingedacht. Ich habe mich mal schon länger damit beschäftigt, wie auch mit Sexualität sehr viel beschäftigt. Und das quasi als ein anderes, um nochmal anzuknüpfen an das Wort von eben, Medium wahrzunehmen, dass das, finde ich, noch cleaner macht, was das noch mehr von diesem, sorry, Primitiven befreit und das quasi wirklich so in einer ganz, ganz destillierten Form sein lässt, dann, dabei bin ich sehr interessiert dran, diese Sachen wirklich einmal zu durchleben, damit das dann perspektivisch davon irgendwann komplett frei sein kann, wenn man möchte. Und deswegen ist mir irgendwann klar geworden, Shibari, das könnte dafür noch nützlich sein. Und dann habe ich mich überhaupt erst damit beschäftigt.
Was uns wieder dazu führt, der Ben war lange ruhig leider, aber wir haben dich da komplett außen vor gelassen. Easy, ich kann mich ja zu Wort melden. Du wirst schon groß. Was zu der Frage mich führt, ist, wenn man gewisse Dinge in sich trägt, wie du ja dann hattest, was Chabert angeht, und sich dann zufällig, weil ich habe ja Menschen oder frage immer mehr Menschen, ja, wie kommt das denn? Wie lerne ich denn die Zeichen zu lesen? Wie lerne ich denn zu verstehen, wer ich bin? Und wie sehe ich die Zeichen? Wie kann ich meiner selbst folgen, um mich wirklich der authentischste, nicht die beste Version meiner selbst, sondern die authentischste Version meiner selbst zu sein? Ich glaube, das ist beschreibt, die, weil beste, die beste Version meiner Version ist schwer, sondern einfach ist die authentischste, ne? Genau. Ja, die authentischste Version ist die beste, automatisch. Genau. Die authentischste, an dir nah angelehnt, wie lese ich die Zeichen? Wie verstehe ich, das ist die Person, die ich als nächstes treffen muss? Ja, da, dem muss ich folgen, auch wenn ich Angst habe. Das heißt, er war bei ihm mit dem Chef und hätte er das nicht in sich getragen, ja, also dieser Zufall, dass er genau auf sie angespielt hat, dass es genau sie getroffen hat. Er hätte damit ja nie gerechnet, wenn ich das richtig verstanden werde, dass es sie genau so triggert, das hat er ihr ja nicht angesehen. Der hat ihr nicht gesagt, ich sage jetzt mal Chabert, dann wird die gecatcht und dann habe ich die morgen bei mir. Das war ja nicht der Fall, sondern irgendwas Unbewusstes, oder etwa doch, irgendwas Unbewusstes, außer jemand hat ihm vorher Informationen gegeben, Ben. Das wäre natürlich so richtig Gangster. Wär, du sitzt halt in also so einem Meeting und sagst, ich mach so Shibari, aber das kennt ihr alle nicht. In Wirklichkeit, weiß er, hatte ihre Freundin schon erzählt, hör mal, ich würde mal so gerne Shibari. Dann Playbook, ignorierst Playbook. Sie ihn noch und sagst, ja, das ja, weißt du eh nicht. Wir sind hier bei Beruf und dann wusste der, gleich läuft sie in mein Spinnennetz, gleich habe ich sie immer... Wir haben keine Hierarchien und wir sind auf einem Boden. Ja, das wäre genial. Ne? Das wäre wirklich genial. Da muss ich ein Buch, The Playbook. Also, sie hätte nicht mal was dagegen. Das würde ihr nämlich ein Gefühl von Wertschätzung geben. Dass ich wirklich, Jack ging, in deine Falle gelaufen. Es ist ja positiv für sie, Falle in Anführungsstrichen. Aber ich glaube schon daran, oder ich weiß, möchte ich mal sagen, dass es diese Zeichen gibt, die dich so nah wie möglich an deinem Selbst lieben. Nur die meisten Menschen übersehen diese Zeichen und haben Angst, denen zu folgen und vertrauen ihnen nicht, weil sie ihre Intuition nicht mehr trauen. Sie haben so schlechte Erfahrungen gemacht mit diesem Mix und verstehen nicht mehr, was ist Intuition und was ist mein Verstand, was ist der Mix darüber. Was aber, ja, das ist vollkommen richtig, also würde ich absolut dran anknüpfen de facto, weil aus dieser ersten Frustration, das Problem ist, irgendwas musst du ja machen. Ne? Irgendwie musst du ja folgen. Entweder deinen Impulsen oder, so, und jetzt kommen wir wieder zu diesen Zielen, Idealen, wo man darauf hinstrebt. Das heißt, okay, das, was ich impulsiv aus mir heraushole, weil meine Wünsche sind natürlich korrumpiert von X, Y, Z, was aus mir wirklich entspringt, das bringt mich immer ins Verderben. Das heißt, ich setze mir jetzt ein fixes Ziel vor Augen. Mein Ideal, die Person will ich werden. Wenn ich die Person bin, dann kann ich mir wieder vertrauen oder was auch immer, was ich für einen Scheiß erzähle. So, und dann strebt man nur noch danach. Und selbst was aufkommt, kannst du dann nicht mehr ausleben, weil du das natürlich opfern musst zugunsten dieses Ideals, was du vor dich her projizierst. So, das ist ja der aktuelle Status. Alle wollen irgendwo hin, alle wollen die beste Version ihrer selbst werden, deswegen schwierige Formulierung. Ne? Und können deswegen, egal was ihnen gerade zukommt, also selbst wenn man dem noch irgendwie vertrauen könnte, dürfte man ihm nicht mehr folgen, weil man muss ja diesen Weg gehen, den man sich damals in seinem komischen Tagebuch aufgeschrieben hat, diese Person oder wird was die werden. YouTuber alle sagen, was wer das, wird erfolgreich, wird gerne ein bisschen Alpha-Mann. Dieser ganze Quatsch, ne, der hält ich ohnehin, das perpetuiert, wie gesagt, das schließt das ganze Thema ab. Absolut, egal was da noch bekommen würde oder nicht aus dir, du kannst es eh nicht mehr machen. So, und dementsprechend, so, das ist so das, was das auf jeden Fall nochmal viel, viel schwieriger macht, dann wiederum seine Impulsen freien Lauf zu lassen, authentisch zu sein, im klassischen Sinne des Wortes, nicht in dem komischen Vergleichskontext. Bist du authentisch? Ja, Moment, aber wir sind schon wieder auf einer sehr, sowieso sehr meta, aber auch in einer sehr privilegierten Welt unterwegs, in der Jonas sagt, ey, du, dieses ganze, ich habe mir ein festes Ziel gesetzt und jetzt Disziplin ist alles Quatsch, weil du musst eigentlich loslassen, deinen Impulsen folgen. So, das kann man wieder, wenn man halt, keine Ahnung, du hättest jetzt einen Bierbauch und würdest kein Geld verdienen. Punkt. Und dann sagst du, okay. Aber die Frage ist, hätte ich einen Bierbauch, wenn ich das tun würde? So, aber du hast jetzt, pass auf, du hast jetzt gelebt, bis heute hast du einen Bierbauch, guckst halt Hartz IV TV und bist halt, ich sag mal, mittelmäßig bis unterdurchschnittlich und dann fängst du an deinen Impulsen, dann nicht ganz so. Deine Aussage. Ne, das weiß ich nicht. Anyhow. Und dann stellst du fest, ich habe den Impuls, irgendwie auf Shibari-Partys zu gehen, Leute zu fesseln, meine Sexualität zu exploren und stellst als allererstes fest, es
gibt niemanden, der die mit mir exploren möchte. Mhm. Und bevor ich das tun kann, hat der liebe Gott den Schweiß gestellt. Mhm. Und ich muss erstmal meinen Bierbauch loswerden, muss irgendwie ein krasser Typ werden, muss Alpha Männlichkeitscoaching oder sonst was machen. Ja, um, da kommt wieder das Maß ins Spiel. Ne? Also, ja, aber dass aber die Tür überhaupt aufgeht. Klar, wenn man die sich sehr, sehr stark verschlossen hat, wird es natürlich schwieriger. Ich sage definitiv, dass es nicht unmöglich ist. Ne? Und auch das, was das angeht, so vor allem die Shibari-Kurse und dergleichen sind voll von Leuten, die genau das gemacht haben. Und ne, da quasi einen schnellen, guten Zugang ist eine sehr offene Szene. Auch die Tanzszene ist eine sehr offene Szene. Da wirst du mit keinen Vorurteilen oder Ablehnungen konfrontiert. Natürlich ne, sind das alles Menschen und wie die menschliche Natur ist auf Attraktivität und dergleichen auch ausgelegt. Nur das kann sich natürlich sehr, sehr organisch ergeben. Man muss das nicht sagen, okay, in 6 Jahren. Du kannst einfach anfangen heute. Du wirst auch heute schon positives Feedback bekommen. Du wirst auch heute schon irgendwo Anklang finden, wenn du offen und ne, frei interagierst. Ja, was dann mit dir passiert, definitiv Unterschiede. Also brutale Unterschiede. Das heißt, ein guter Tänzer, ein gut aussehender Tänzer. Ja, aber das ist, der was, hat was, der Ben so, grundsätzlich schon, was der Ben gerade so ein bisschen, finde ich, beschreibt, ist so diese klassische Version, die ich auch immer im Fitnessstudio oder im Studio begegne von Leuten, die sagen immer, ja, ich habe richtig Lust auf Kampfsport, aber ich muss erstmal fit werden. Ja, okay, das ist natürlich. Aber es ist genau das gleiche Prinzip. Das ist genau dieses, okay, ich muss erstmal, dann kann ich. Du kannst jetzt anfangen und du wirst dich höchstwahrscheinlich dem annähern, was für dich als authentisch sein wird. Wenn du jetzt heute anfängst, brauchst du nicht irgendwas. Du musst einfach jetzt dir vertrauen und dann wird das immer mehr zunehmen, diese Verbundenheit, die du hast. Du musst nicht erstmal irgendwas werden, um ist dann zu sein. Einfach nur eine Entschuldigung mehr sagen zu können, ich muss erstmal fit werden, ist natürlich Quatsch. Ja, aber das ist das gleiche Ding wie, ne, ich muss erstmal jetzt ein Alpha werden, kann dann sein, wer ich wirklich bin, kannst du es jetzt schon sein. Und wenn ja gut, aber du hast, ich glaube, du hast so die Wahrheit in dir, so deine Natur. So, und dann hast du aber 30 Jahre Gewohnheiten überschrieben. Mhm. Also du hast deine Natur mit 30 Jahren Gewohnheiten überschrieben. Und dann sagst du, du musst nur in dich selbst spüren, deine Natur spüren, aber deine Gewohnheit, nämlich ich stehe auf, trinke eine Cola und dann gucke ich Hartz IV TV, gehe nicht arbeiten, was auch immer, die sind so prägend, dass deine Natur erstmal 37 Schichten darunter liegt. Mhm. Und bis du da bist, musst du sozusagen mit Disziplin erstmal gegen deine Gewohnheiten arbeiten, um überhaupt irgendwann durch Schicht 37 zu kommen und zu sagen, aha, das ist wohl meine Natur. Bravo. Heute hat eine in den Kommentaren geschrieben, finde ich ja immer geil, die sagte, Soran, wie kann man so einen Quatsch sagen und so weiter und so fort. Es ist ja nicht so, nämlich gerade das, was du auch gerade gesagt hattest, es ist ja gar nicht so, sondern jeder kann, was weiß ich, unabhängig davon, von seinen Gewohnheiten und so weiter, sich ja total frei machen und das ist ja überhaupt kein Problem und da gibt es ja gar nichts. Das sehe ich also eher wie du, würde ich sagen. Das ist ja Quatsch. Ne? Also definitiv, wenn du erstmal damit anfängst, klar. Natürlich eine andere Version und eine andere Möglichkeit, die ich natürlich vorstellen würde, oh Wunder, als dieser Coaching-Ansatz im Sinne von, okay, mach jetzt erstmal das da, erreich erstmal das, dann können wir weiter gucken, ist eher der therapeutische. Das heißt, du gehst erstmal da rein und diese Gewohnheiten bauen ja auf wieder Stressmustern aus, die bauen ja auch diesen ganzen Sachen, die da sich dadurch langsam verfestigt haben, auf. Wenn du von innen erstmal diesen Stress auflöst, fallen ganz viele von diesen Strukturen, die sich darauf aufgebaut haben, auch in sich zusammen. Du kannst mit einer guten therapeutischen Prozess einfach schon mal eine super, super Ausgangslage schaffen, um dann, wie gesagt, frei in die Welt zu gehen. Ne? Und danach kannst du immer noch gucken, will ich jetzt dahin, will ich das haben. Aber wenn dieser Stress in dir aktiv bleibt und du sagst, ich habe hier irgendwas, hier stimmt nicht, alles, was du auf Basis dessen entscheidest, ist immer scheiße. Ja, aber deshalb habe ich ja gesagt, arbeite ich lieber mit Kindern, investiere lieber Zeit, vollkommen, weil das halt noch nicht, die Gewohnheiten noch nicht so etabliert sind. Und dafür hat mich auch heute eine gesagt, einer, der mit Kindern lieber arbeitet, ist ein voller Narzisst, der hat es ja nicht mehr alle im Kasten. Wie kann man sagen, dass man lieber mit Kindern wie mit Erwachsenen arbeitet? Ich meine, wenn Strukturen einfach so festsitzen, dass du weißt, in derselben Zeit erreichst du nur 10%, ja, das ist natürlich das Problem. Und dann arbeitest du aus einer sehr privilegierten Situation heraus, jetzt du, weil du für dein relativ junges Alter schon sehr viel erreicht hast und jetzt auch auf dieser Basis alles andere erreichen kannst. Jemand anderes, weil aufgrund dessen, dass du allein als Kampfsportler schon früh gelernt hast, dass du alles auch gegen deine Ängste und gegen deine Zweifel trotzdem bereit bist zu kämpfen, das ist ja fest etabliert. Und wer diese Einstellung hat, ja, der kann im Leben alles Menschenmögliche erreichen, das muss man ganz klar sagen. Ist halt nur eine Frage der Zeit- und Energieinvestments. Und wenn ich das nicht habe, das mit 30 zu etablieren, ja, und zu sagen, ach Junge, du hast dich zwar nie, deine Ängste, du bist noch nie darüber gegangen, jetzt fangen wir mal morgen damit an.
Das ist, wie der Ben sagt, da kommen die Gewohnheiten. Das schaffst ein Monat, zwei, drei, solange du im Arsch trittst. Ben, nochmal, und das bin ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil ne, nach all diesem ganzen Metaphysischen und Abstrakten, was wir gesprochen haben, ist natürlich wieder die Frage des Bürgerlichen, was kann ich davon jetzt mitnehmen? Oder konkret. Danke für diese harten Handbewegung. Und das zu Recht. Und das deswegen, Alpha-Verhalten. So, der Unterbewusstsein. Das meine ich, wo ich vorhin gesagt habe, euch sieht man eindeutig unbewusst diese Pyramide, Struktur. Er zeigt eindeutig die ganze Zeit und du versuchst zu sagen, hör mal, du bist vielleicht, wenn überhaupt, der Alpha, aber ich zeig dir mal, wer hier mehr ist. Das ist Bagit von der ersten Sekunde. Ich merke es nicht, aber ich gucke mir das gerne nochmal an. Und wir sitzen auch so schön nebeneinander, Jonas. Ja, so leicht abgelangt. Der Jonas will das nicht, aber das ist sein Instinkt, den er ja die ganze Zeit auch sagt, den es eigentlich gar nicht gibt. Ist nicht der Instinkt, ist die Natur. Bei Jonas ist es Natur. Das ist was anderes. Wie dem auch gewesen sei, trotzdem ist es definitiv möglich, auch wenn du sagst, okay, ich habe das 30 Jahre jahrelang das andere gemacht und bin da wirklich drin. Man kann sehr, sehr leicht zunächst einmal alles, was einen gerade festhält und was einen immer wieder in die gewohnten Bahnen zurücklenkt. Sehr leicht. Also erschreckend leicht. Du kannst erschreckend leicht diese ganzen Gewohnheiten oder wie man das auch immer nennt, diese ganzen Muster, die sich da gebildet haben, wenn man denen die Substanz nimmt, wenn man sich einmal entspannt und einmal... Boah, das hört sich gar... Jetzt kannst du 1.000 Euro pro Stunde aufrufen für Coaching. Ganz entspannt und ganz leicht. Ich mache sogar für weniger, weil das ist das, wofür Therapie steht. Was ist das für eine Therapie? Hypnosetherapie mache ich. So, das ist die direkt da reingeht, wo die ganzen Sachen sich wirklich sehr festgefahren haben, wo dieses Narrativ sich immer wieder neu erzeugt. Jetzt sind die Baulichs gerade tot. Die Baulichs machen halt das Gegenstück dazu. Aber wenn du dieses Narrativ wirklich bearbeiten kannst, wenn du wirklich an dieses Narrativ kommst und dieses Narrativ als solches auflöst, fallen sehr, sehr viele Sachen, die sich damit gebildet haben, relativ schnell sich zusammen. Und dann hast du einen sehr freien Lauf, um egal welche Impulse du hast, wieder frei auszuleben und dann eben dein Leben auf Basis dessen zu leben und nicht auf dem, was dagegen geht. Jetzt wollen Millionen von Menschen zu dir in Therapie, mit Shibari, mit Sexualtherapie, Vollausstattung. Also jetzt musst du einiges an Testosteron produzieren, mein Junge, und Sperma. Ja. Das sage ich dir jetzt schon, Jonas, viel Spaß. Also musst gar nicht so stark, wenn du Hilfe brauchst, kannst du dem Ben Bescheid. Ich bleib jetzt bewusst noch mal ein bisschen klar, weil das ist bei der Therapie natürlich auch, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, dass das hier nicht, ich mache hier keinem irgendwas, ich gebe hier irgendwas, was das Einzige, was du brauchst, ist irgendwie ein vernünftiger menschlicher Kontakt, wo du da irgendwie klarkommst. Und dann geht das sehr, sehr schnell, dass man sich da einmal von frei macht. Prove me wrong, aber ist definitiv so. Ich bin gespannt. Was mal sehr spannend wäre Soran in Therapie bei Jonas. Ist ja genau das, was ich ja gerade gesagt habe, ist ja absolut möglich. Wir haben ja schon so viel Beziehung, deswegen ist ja Therapie einfach nicht möglich mit Leuten, die man kennt, weil da schon so viel sich auch von den Sachen, von denen wir sprechen, sich auch an uns beiden orientiert. Ich assoziiere das bei ihm ja auch schon auf eine gewisse Art und Weise. Wir haben ja hier auch immer schon so einen kleinen Antagonismus, was ja sehr spaßig ist, ist ja auch geil, aber therapeutisch wirken kann das nicht. Es ist nur interessant, ne? Aber ist geil. Aber das hat natürlich mit Therapie nichts zu tun. Ne? In der Therapie würde ich nicht immer sehen, dass es so und so und so, sondern ne, kannst du selber erstmal du sein. Ja, ich hänge mit meinen Gedanken noch wieder. Noch am Anfang. Tatsächlich am Anfang. Ich versuche so die Jonas hat ein schnelles Gehirn, zu schnell. Und der findet auch, für ein einfaches Wort schafft er es, 10 komplizierte Worte zu fassen. Aber ich glaube, das ist sein Hobby. Also es ist ja wirklich, er macht das wirklich. Also der könnte auch ein Wort sagen, aber das ist ihm zu langweilig. Der könnte den Typ auch einfach kohren und er denkt, warum soll ich das so einfach machen? Ja, es ist nicht nur zu langsam, aber diese Einfachheit, diese einfache Art und Weise, Probleme zu lösen, ist meiner Meinung nach, diese einfache Art und Weise, Probleme zu lösen, ist meiner Meinung nach Teil des Problems selber. Dass man immer alles so schnell lösen will, dann hast du immer nur Lösungen ohne Erlösung. Du hast immer nur eine kurze... Das heißt, du steckst nicht direkt rein, sondern unheimlich langes, kompliziertes Vorspiel. Du musst erstmal wissen, womit du dich beschäftigst. Du musst erstmal überhaupt das Vokabular finden, um deine Unfreiheit auch wirklich zu artikulieren. Die meisten Menschen wissen gar nicht, wo das Problem ist, weil sie das nicht ansprechen können. Das heißt, du musst dich schon so ein bisschen mit den Gedanken und dergleichen beschäftigen auf einer Ebene, die nicht einfach nur so schwarz und weiß. Okay, eine andere Frage. Von den vielen Frauen, die sich dir andienen, eindeutig andienen, was ich ja genau beobachtet habe, und auch Frauen, wie sie sehr schön gezeigt hat, die, wenn ich sie befragen würde, vorher sagen würde, ich niemals, und sich dann trotzdem dabei erwischen und so blöd fühlen, wie das gestern passiert, und denkt, bin ich schon wieder. Welcher behinderte Teil in mir, den ich am liebsten auslöschen würde mit irgendeiner Pille, will jetzt sich anderen Frauen gegenüber hinten anstellen und als Vierte warten, bis der Herr mal Lust hat, mich zum Sextermin zu empfangen? Ja, da frage ich mich, was ist es denn, wie viele dieser Frauen können dir folgen? Also keiner von uns hier im Raum, würde ich sagen, kann oft deinen Gedanken in der Schnelle und Klarheit folgen. Das ist einfach so. Das heißt, diese Frauen, die dann auf... Ich kann mir nicht vorstellen, ich kenne ja die meisten Frauen auch so ein bisschen, dass die meisten dir komplett folgen können, sondern sagen, der kann gut reden, ja.
dass sich das einfach geil anhört, geil aussieht im Gesang, dass es ein riesen Gegensatz ist zu dem, was sie sehen. Ein tätowierter, starker, dem man das niemals zutraut. Die denkt, boah, der Typ kann. Aber ich würde mal sagen, die verstehen nicht mal 20% von dem, was das ist. Aber im Gesamtkonzept hört sich das einfach geil an. Ja, aber es geht auch um das Gesamtkonzept. Also, ja, genau. Safe, ja, klar. Aber was denkst du, wie viel Prozent der Frauen können dich wirklich, von denen fühlst du dich zu hohem Prozentsatz verstanden? Wer von diesen Frauen versteht dich wirklich so, wie du denkst? Oh, die Bulgarin. Nur die einzige, stimmt? Ja. Eine von 120 im Jahr. Sag ich einfach prozentual. Ja, da sind wir bei 1%, richtig? Die anderen 99 sind tot. Also, was das Verständnis, wo du wirklich sagst, ihr Gehirn ist sogar noch schneller wie meins und kann das noch besser und klarer verstehen. So weit würde ich nicht gehen. Und das ist natürlich auch eine Form wieder, die dir sehr entspricht. Das ist ja auch das, wofür wir am Anfang gesprochen haben, dass du jemanden wirklich einordnen kannst, verstehen kannst. Das hat ja auch immer so was Dominierendes. So, da habe ich auch wenig Interesse dran. Du dominierst sogar den Ben in seinem eigenen Podcast. Also erzähl mir hier nichts von dominieren, Mensch. Willst du mich nicht verarschen? Versuch doch nicht, alles zu verleugnen, was sowieso schon in uns ist. Ich verstehe, dass du das auflösen willst, die Struktur, aber es ist halt noch nicht möglich. Sonst kann auch bei Kinderkriegen, um die Frage zu beantworten, keine Ahnung, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es da viele Menschen, die mich verstehen. Aber was macht das mit dir? Denkst du, scheißegal, sie weiß, ich kann gut reden, ja, wir haben ja keine philosophische Beziehung, das sind ja viele Sachen, die da zusammenkommen. Aber du redest doch sehr philosophisch, das meiste geht an ihr einfach vorbei, das wäre ja verschwendete Energie. Körpersprache spielt auch. Also wenn sie Beine braucht, ist das egal. Das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, die Verbindung besteht mehr als aus kognitivem Verständnis. Außer bei dieser. Nee, oder wie viel schöner ist es denn, wenn du dich komplett verstanden fühlst? Muss ich mal so fragen. Ich muss die Fragen besser stellen. Wie viel besser fühlt sich das im Gesamten an, wenn du denkst, boah, die versteht mich komplett. Alles, was ich sage, stößt auf fruchtbarem Boden. Ist auf jeden Fall sehr schön. Viel befriedigender, oder nicht? Ja, also natürlich, ne, wieder das Gesamtpaket entscheidet im Endeffekt über das Gesamt, über die Gesamtheit. Ne? Also ich habe auch schon sehr, sehr viele andere Erfahrungen gemacht, wo das eine zum Beispiel das Verstehen sehr, sehr stark war und das andere dann natürlich darunter gelitten hat. Das heißt, sehr kognitive, interessierte Menschen. Punkt, und ich rede jetzt auch nicht nur von die Frauen. Die konnten sich halt so, ne, das ist ja, das, sexuelle Energie nicht entspannen. Richtig so. Und ich bewerte das, der Wert, den ich darin sehe, mich damit diesen Sachen zu beschäftigen, ist zum einen, wie gesagt, für den therapeutischen Kontext, um mein Gegenüber sein lassen zu können, um die Gedanken als solches verstehen zu können und für mich selber. Mir geht es nicht darum, mich jetzt hier mit Leuten auf den höchsten Ebenen, außer jetzt hier heute, macht das mal Spaß, ne? Zu messen oder auszutauschen, so, ne? Feel free. So, ich brauche jetzt keinen, ich habe keinen Anspruch an meine Partner in dem Sinne. Der ist definitiv ein anderer. Nee, das ist ein anderer. Also, viele Menschen bringen verschiedene Sachen mit und ob man quasi einfach frei sein kann, ob man sich dann wirklich verbinden kann, ob man sich wirklich zeigen kann, das finde ich viel, viel wichtiger, als ob man intellektuell wirklich gerade mithalten kann. Also wenn du in ihr stimulierst, sich voll zeigen zu können, nackt und authentisch, wenn du es schaffst, in ihr zu stimulieren oder in ihr auszulösen. Das würde bedeuten, dass ich das nur mit Frauen kann, das ist ja auch eine kleine Welt. Ne? Ich kann das ja mit dir auch. Ja, aber glaubst du, dass Männer genauso beeindruckt sind von dem Brief? Also ich bin nicht so beeindruckt wie die Frauen von dir. Also ich würde, weil das Männergehirn ja doch noch ein bisschen anders funktioniert. Aber ich bin zum Beispiel von dir selber. Ich bin von anderen. Aber ich und ich bin auch, und zum Beispiel, ich bin auch von Ben sehr beeindruckt, der schweigt. Die Mikrofonen, die der hier aufgestellt. Guck mal hier. Guck mal, ganz ehrlich, du weißt. Du weißt, dass ich dich eigentlich liebe, aber ich muss ja trotzdem die Fresse auf. Aber wie viele Lobeshymnen habe ich einfach auf das gehalten, was ich bei dir miterlebt habe, egal in welchem Kontext, egal wie das war, ob wir jetzt irgendwie von was Augen ich geduldet habe von dir, Ben, und trotzdem. Wow. Nein, der Jonas hat das schon ganz, ganz lieb gemacht. Das muss man fairerweise sagen. Und das war wirklich, das hat so viel, selbst wenn du. Also ich möchte mal sagen, er nutzt seine Dominanz wirklich nicht grenzenlos aus. Selbst wenn du irgendeine kognitive Behinderung hättest und mir wirklich nur geredet hättest, trotzdem einfach das, was du physisch gemacht hast, was du gezeigt hast, ohne dieses Verständnis. Das Verständnis kann sein oder kann nicht sein, aber alleine dich dabei zu beobachten, wie du das getan hast, was du getan hast, war für mich eine unglaubliche Bereicherung. Und unglaublich, ne, da war ich die ganze Zeit drüber am Schwelmen. Jetzt hast du ihn wieder. Kriegt, jetzt ist er wieder weich. Danke, Bruder. Jetzt kannst du wieder dominieren. Jetzt kannst du wieder in die Fresse. Du bist ehrlich, Mann, die Meister. Danke, Bruder. Deckung ist runter, Jonas. Dann sagt wieder, Ben, ich hab dich zwar festgebunden und deinen Podcast aus deinem Genug, aber trotzdem liebe ich dich. Ja, danke. Und ich finde, das spielt aber es gibt keine Hierarchie. Das ist alles Einbildung.
Das ist tatsächlich, das ist ein richtig schöner Matrix-Satz. Es gibt keine Hierarchie, das gibt keine. Folge mir, es gibt keine Hierarchie. Er fickt die Frau von allen durch auf der Party und die Männer sagen alle danke. Nein, es gibt, das bildet ihr euch sind alle auf ein. Gleichem Level. Das ist ein, nee, also ihr könnt eine ganz flache Hierarchie, ja? Eigentlich könnt ihr die auch alle haben, aber ich weiß, es ist jetzt so ein reiner Zufall, dass sie mich alle wollen. Das kann auch am Tattoo liegen. Nochmal, also es ist definitiv kein reiner Zufall, um Gottes Willen. Das ist zum einen, wie gesagt, weil ne, du sagst schon, ich biete für diese dämliche Art und Weise, das ist ja auch lächerlich, für diese dämliche Alpha-Gedöns. Ich biete natürlich. Warum sagst du das so? Das es ist sehr dämlich. Es ist sehr primitiv, wenn man so will. Primitiv, aber primitiv ist ja nicht dämlich. Primitiv mit dämlich gleichzustellen, das ist ja. Da wird es ja die Biologie verleugnen. Da wird es ja sagen, warum Mann und Frau unterschiedlich sind. Ja, aber du sagst, Biologie ist so die absolute Grundlage unseres Lebens. Aber wir sind da entstanden aus Biologie. Entstanden, aber das, was wir mittlerweile. Aber der Mensch, guck mal, wie nah ist der Mensch mittlerweile an der Maschine im Verhältnis zu dem, was er wirklich biologisch war? Es sind doch immer künstlich alles. Eine sehr schöne Frage. Trotzdem sind wir noch so weit. Weil, wenn das so wäre, wie du sagst, können wir künstlich schon Leben kreieren. Können wir nicht. Also, wir sind noch klar näher an der Natur. Aber wie? Wir können doch das Gehirn nachzubilden. Da ist Elon Musk ja gerade, das versucht er, die auszulesen. Ja, aber das ist ja. Aber das kannst du Dinge warte mal, so, künstliche das Befruchtung. Dauern, dann also, du brauchst halt Eizellen und Samenzellen. Ja, noch, aber und das ist ja noch. Ja, noch. Aber der Weg geht doch immer das ist ja ein physischer. Also, du, das ist wirklich okay, meine Herren. So, zum einen müssen wir zum Schluss kommen. Man soll es schön aufhören, wenn es am schönsten ist. Und zum zweiten, eine nach dem anderen. Jeder darf noch eine Sache sagen, die er sagen möchte. Ich habe alles gesagt. Nein, wirklich, ich bin zufrieden. Wenn ich gleich sage, sagt ihr wieder was? Egal. Safe. Also das, was mit dem künstlichen... Wir haben dich als Alpha-D akzeptiert. Dankeschön. Nein, ich habe gar nicht, dann habe ich auch nichts zu sagen. Da bin ich auch fertig. Wobei ich gerade künstliche Intelligenz, also dieses ganze künstliche, ich finde schon, dass man die Tendenz, dass der Mensch immer künstlicher wird, die Maschinen immer menschlicher werden, dass man sich irgendwann in der Mitte treffen wird, bahnt sich auf jeden Fall auf eine gewisse Art und Weise an. Also dass es schon sehr viele Menschen gibt, die in unserem Kontext gar nicht mehr auftreten, die aber schon nur noch in den VR-Welten leben und ne, glauben, okay, das ist echt, die ihre menschlichen Bedürfnisse, in Anführungsstrichen, die Biologie sozusagen, in der Technologie befriedigen, spricht ja sehr, sehr stark dagegen, dass das irgendwie noch was Natürliches hat. Nichtsdestotrotz übergebe ich jetzt mal das Wort an Benjo-Baby. Ja, ich bin mal durch. Ich habe vorhin noch so einen Energy-Drink getrunken, aber hilft da nichts. Ich glaube tatsächlich, dass was ich weiß nicht mehr, wer hat das gesagt? Wir sind Affen mit Schuhen. Und ey, ganz ehrlich, der kann so gut zusammenfassen. Das ist wirklich genial. Es ist nicht von mir, das habe ich. Wer hat das denn gesagt? Das ist alles immer noch, um nicht zu zeigen, dass er dominant ist. Der baut dich jetzt noch maximal im Nacken. Alles, was der jetzt sagt. Super, meinst du das wirklich? Meinst du das wirklich? Jonas, kann ich dann so sein wie du? Du bist ja genial. Wie er versucht dann wieder, deshalb ist er Alpha, weil er nicht nur stark ist, sondern auch noch anpassungsfähig und weiß, wann er sich wieder zurücknehmen muss, damit er trotzdem noch, also damit er eine Harmonie in der Gruppe schafft, das macht er den besonderen Alpha aus, nicht der Stärkste, der Dümmste, sondern auch noch der Stärkste. Der Stärkste und Dümmste. Genau. Es wirkt ein bisschen, als hätten wir getrunken, haben wir aber gar nicht. Ja. Ne? Wir haben wirklich die ganze Zeit hier Wasser. Nee, aber ich glaube, also ich sehe das überhaupt nicht so mit dem, wir sind Roboter, sondern ich sehe eher, wir sind Tiere, die halt unter schlechten Haltungsbedingungen gehalten werden. We are humans who try to be, we are animals who try to be human, hat Mike Tyson mal gesagt. Sozusagen, ja. Dem gehe ich mit. Soran, bist du sicher, dass du nichts mehr sagen möchtest? Ganz sicher. Ganz sicher. Also wenn, möchte ich nur noch was zu dem Über-Ich. Oh ja, wir haben ja noch ein Über-Ich, Entschuldigung. Das tut mir leid. Alles gut. Magst du noch was zum Besten geben? Vielleicht, wenn er mich noch etwas fragt. Das hat sich irgendwie gerade so angehört, als würdest du mir noch eine Frage stellen wollen. Ja, also das Einzige, die Frage ist, wie wir jetzt weiterverfahren mit unserer Anziehung. Das ist eigentlich das Einzige, was ich wissen wollte. Das diskutieren wir, wenn die Kameras aus sind. Warum? Ich glaube, das interessiert. Kann man das bringt eigentlich die meisten. Eigentlich ist das die wichtigste Frage. Lass uns die ersten zwei Stunden rausschneiden. Genau. Es geht also ums Bumsen. Wer mit wem und in welcher Position? Es geht immer darum, Essen, Trinken und Schlaf. Ja, weil wir halt Tiere sind. Wir sind halt Affen mit Schuhen. Jonas sagt, wir sind Roboter ohne Hierarchie. Genau. So, unhierarchisch. Ne? Jonas hat mich ja quasi jetzt zum Alpha ernannt. Also, ne? Sag ich jetzt ist Feierabend. Jetzt, genau. Wow. Jetzt ist hier mal dieser scheiß Mikrofonständer, ist die ganze Zeit schon so in mein Gesicht, erstmal hoch und dann wieder runter.
Jetzt ist es runtergefallen. In diesem Sinne. Toll, hast du das gemacht. Ja. Dankeschön, ganz alphamäßig. Das war krass, ja. Herzlichen Dank, meine Lieben. Wir sind raus. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ne? Danke, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, noch mehr spannende Menschen hier an meinem Tisch zu sehen, dann lass gerne ein Abo da, gib dem Video gerne ein Like oder lass mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Das hilft wirklich, mehr Menschen zu erreichen. Ist mir ein großes Anliegen. Jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme, wo da drin steht, hey Ben, ich höre nur noch deinen Podcast und ich nehme so viel daraus mit. Ich bestimme nicht mit allen Menschen überein, die du da am Tisch sitzen hast, aber das sind gute Inspirationen, das bringt mir für mein Leben etwas. Ich freue mich ein Loch im Bauch und ich würde gerne noch mehr Menschen erreichen. Deswegen Like, Abo und eine geile Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ben.